Ich habe vergessen, wie ich anfangen will. Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo, Freunde der gepflegten Bücherunterhaltung. Ja, das klingt gut, das nehmen wir. Okay, so hier, Kapitel für Kapitel, der Harry Potter Bücherpodcast, der wöchentlich erscheint, wenn nicht gerade was dazwischen kommt. Wenn nicht so So. eine Grippewelle dazwischen kommt, die eine Person von uns beiden erwischt. So ein bisschen. Ich bin der Hering. Und ich bin Wir. die immer noch kranke Chippy. Ja, ich wollte gerade sagen, mir gegenüber sitzt nicht die Chippy, aber irgendwo anders sitzt die Chippy und sie redet jetzt mit mir über Harry Yes. Potter und der Stein der Weisen. Wir sind mittlerweile bei Kapitel 9 angelangt. Oh, soweit schon. Ja, wir sind quasi schon über der Hälfte drüber. Wir arbeiten gut. Und wenn ich mir das Buch so angucke, also es ist nicht, wenn ich das jetzt so aufschlage, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Finde ich eigentlich ganz gut und okay. So, beim letzten Mal. Was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir haben beim letzten Mal ja, den Unterricht in Hogwarts so ein ganz klein bisschen näher begutachtet und sind zu etwaigen Schlüssen gekommen. Ach so, weißt du, was mir gerade einfällt? Unter das letzte oder beziehungsweise generell unter ein paar Videos wurden noch ein paar Kommentare geschrieben. Die habe ich Ja, das jetzt ist mir nicht auch mehr aufgefallen. so hundertprozentig auf dem Schirm, aber ich rufe mir das einfach mal nebenbei auf. Dann können wir vielleicht darüber auch noch mal ganz kurz reden. Ja. Damit hier keiner jetzt irgendwie sagt, dass wir irgendwas übergehen oder bla bla bla. Nee, 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 wir lesen das natürlich alles mit. Und dementsprechend gucke ich mal ganz kurz. So, Kommentare. Die dumm, die dumm, die dumm. Außer du hast jetzt was spontan schon auf dem Schirm, was du Nee, unbedingt. jetzt so spontan noch gar nicht. Also, wir werden hier und da wieder ein paar Mal verbessert. Ja. Das, daran erinnere ich mich. Also es wurde gesagt, dass der Schulunterricht in Hogwarts auf keinen Fall sehr anspruchsvoll ist, weil das haben wir ja teilweise ein bisschen durchklingen lassen. Also es gibt schon sehr viel auswendig lernen, Fächer, wie wir auch angemerkt haben, aber wir haben das alles ein bisschen runtergespielt. Ich glaube, in erster Linie wurde ich da kritisiert, weil ich da so ein bisschen gesagt habe, das bisschen Zaubern Ja. ist doch alles okay. Wenn ich jetzt unterm Strich drüber nachdenke, es ist aber tatsächlich. Also. Okay, gut. Ja, zugegebenermaßen, natürlich ist es ein bisschen anstrengend, sicherlich da in Hogwarts zu verweilen und da den Schulunterricht mitzumachen. Es ist halt eine Schule. Wie immer. Das heißt, du wirst da sicherlich Aspekte finden, wo du dann irgendwie auch. Aspekte, die ein bisschen anstrengender sind für dich, dann wieder Sachen, die dir ein bisschen leichter fallen oder so. Das ist ja im Endeffekt das Schöne. Da gibt es ja so viele Unterrichtsfächer mit so vielen verschiedenen Richtungen und so. Und da wirst du bestimmt irgendwas finden, was du ganz toll kannst. Und da wirst du bestimmt auch irgendwelche Dinge finden, die du nicht so toll kannst und so. Es ist, wie gesagt, einfach irgendwie Schulalltag. Nichtsdestotrotz denke ich mir halt so, dass doch insbesondere die Kinder, die aus gutem Muggelhause stammen, dass insbesondere die Kinder doch total geflasht sein müssten von all dem, was sich da ihnen plötzlich in so kurzer Zeit offenbart, und dass insbesondere die eigentlich so hin und weg von der Zaubererwelt sein müssten, dass sie dementsprechend auch quasi alles aufsaugen, was da so an neuen Informationen, an neuem Input an sie herankommt. Und dass die dementsprechend auch eigentlich ein bisschen, ja, keine Ahnung. Vermutlich ein bisschen leichter zu begeistern sind für den Schulalltag. Wenn man sich dafür begeistern kann. Naja, dann würdest du nicht auf eine Zauberschule gehen. Also, dann würdest du sagen, wenn der Brief kommt, och nö, ich habe jetzt doch eher Lust auf Stonewall zu gehen. später Ja. Bankkaufmann. Also, ich finde halt schon irgendwie, dass das eigentlich so sein müsste. Ja. Also In ich meiner Welt wäre persönlich es. wäre auch sehr begeistert davon, auch wenn ich mich jetzt nicht für, was weiß ich, Astronomie begeistern könnte. Aber Dementsprechend, wenn ich meine Hypothese dann jetzt weiterspinne, die Kluft zwischen Muggelkindern und Kindern, die halt aus dem Zaubererhause stammen und so, die müsste eigentlich verdammt groß sein. Ich habe halt so manchmal das Gefühl, insbesondere, man merkt das doch auch beim Lesen. Ich meine, für Ron ist das zum Beispiel doch alles, was er da so erlebt, oder beziehungsweise was dann so in Hogwarts passiert und so. Natürlich, klar, er hat, weiß ja offensichtlich nicht über alles Bescheid, weil seine Familie einfach nie mit ihm geredet hat.
Aber nichtsdestotrotz, so oftmals lässt er dann ja so irgendwie durchschimmern, so nach dem Motto, ach, das weiß man doch, oder das ist doch total klar und das ist doch nichts Außergewöhnliches und bla bla bla. Ja. Also für ihn ist das irgendwie so ein bisschen, oh ja, das nimmt man halt mit. Er ist ja nicht so geflasht von, wie zum Beispiel Harry und Hermine. wie es Hermine vielleicht wäre, wenn sie nicht im Vorfeld alle Bücher gelesen hätte. Ich glaube, Hermine ist mega geflasht davon und genau deswegen hat sie alle Bücher gelesen. Ja, also im Endeffekt, Hermine unterstützt einfach nur meine Hypothese. Ja. Gut. So. Deswegen, danke Hermine, dass du da bist. Dementsprechend, der Hering erzählt nicht so viel schon. So. Ach so, hier wurde noch was Interessantes. Ja, nee, einfach nur Interessantes geschrieben. Wobei ich jetzt tatsächlich auch nicht weiß, wie viel man da hereininterpretieren kann und soll. Das war wieder ein Kommentar von Gaia Luthien. Zu den Fragen von Snape. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Potter, was bekomme ich, wenn ich einen Wermutaufguss geriebene Aphodillwurzel hinzufüge? Darüber haben wir beim letzten Mal ja lang und breit gesprochen. Ja. In Beachtung von Victorian Flower Language ist Aphodill eine Lilienart, die so viel heißt wie mein Bedauern folgt dir bis ins Grab. Und Wermut heißt Abwesenheit und symbolisiert auch großes Bedauern. Wenn man das kombiniert, heißt es, ich bedauere Lillys Tod. Also eigentlich eine sehr schöne erste Frage. So. Ja. Okay. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, klingt cool. Aber Snape ist für mich trotzdem ein Arsch. Ja, vor allem die Theorie ist für mich an sich nicht neu. Ich habe die schon mal vor ein paar Jahren so überflogen und mir da nicht viel bei gedacht. Ist halt schon sehr, sehr romantisch und ich bin persönlich kein sehr romantischer Mensch, deswegen will ich da so ein bisschen, Ja, aber es ist, aber. also wenn das so ist, keine Ahnung, ich kenne mich mit blumiger Sprache nicht aus. Gut, wenn das jetzt so ist, ich nehme das jetzt einfach mal für bare Münze, wird so stimmen. Okay, alles klar. Hat JK das dann jetzt tatsächlich mit Absicht gemacht oder nicht? Ich meine, es wäre dann schon ein sehr großer Zufall, wenn sie es nicht absichtlich gemacht hätte. Aber dann verstehe ich trotzdem den Beweggrund dahinter nicht. Weil die ganze Szenerie sagt eigentlich was anderes aus. Nämlich nicht unbedingt, dass Snape großartig Lust dazu verspürt, Harry irgendwas durch die Blume zu sagen, sondern in erster Linie möchte er einfach nur Harry vor der gesamten Klasse fertig machen, weil er irgendwie Bock drauf hat. Ja, vor allem diese Blumensprache ist jetzt auch sehr, also das ist schon eine ganz große Metaebene, die Snape da anschneiden würde. Ich glaube nicht, dass er das machen würde, so von seinem Charakter her. Vor allem, was wäre der Hintergedanke? Also hätte er dann, will er, keine Ahnung, würde er wirklich gerne durchscheinen lassen? Würde er Harry gerne eben irgendwie versteckt sagen, ich weiß, was damals gelaufen ist und irgendwie, ich habe noch später eine größere Bewandtnis oder ich verstehe es nicht so richtig. Also, Es tut mir so leid, Harry, alles, was passiert ist. ja, das hat er im Endeffekt in seiner ersten Frage verpackt. Richtig. Ich finde, Snape. er hätte es ein bisschen geschickter machen können. Snape ist eine große Heulsuse. Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Nein. Ich finde es halt so, naja, also ich finde es interessant, ja, aber ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen unglücklich, was das angeht. Ich habe hier gerade einen Wikipedia-Artikel zur Blumensprache offen Okay. und das ist teilweise sehr interessant, was da über Blumen alles kommuniziert werden kann. Ja, so ein ganz klein bisschen muss man ja tatsächlich drüber aufpassen. Also, wenn man geneigt ist, gerne Blumen zu verschenken oder so. Stimmt, manche Frauen werden da ja sehr pinzig, wenn man ihnen die falsche Blume schenkt. Ja, das ist furchtbar. Deswegen. Aber, nun gut. Sollte man sich im Vorfeld vielleicht dann irgendwie noch ein paar Informationen zusätzlich mit einholen und so. Kompetente Floristen können einem da ja eventuell auch ein bisschen helfen. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ist lange her, dass ich das letzte Mal Blumen verschenkt habe. Aber nun gut. So. Okay. Gut. Ja, fand ich jedenfalls interessant. Wollte ich jetzt erwähnt haben. So, Hier wurde dann von The Nardana nochmal das große Pensum an Hausaufgaben erwähnt, was Hogwarts-Schüler offenbar bewältigen müssen. Ist das tatsächlich immer so viel?
Man lernt durch die Bücherreihe ja immer so kennen, dass die so und so viele Zoll Pergament schreiben müssen zu irgendwelchen Themen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob das tatsächlich viel ist oder wenig oder. Ich auch nicht. Es klingt immer nach viel, aber. Vor allem, es wird ja auch nicht gesagt, in welcher Schriftgröße, weil so ein Pergament hat ja keine Linien. Ja, gut. Ist ja nicht Ja. Computerschrift, ne? Die schreiben ja mit Feder und Tinte. Gut. Ja, schreibt mal alles auf, was ihr über Werwölfe wisst. Okay, so, mit großen geschwungenen Lettern. Vollmond. So, irgendwie sowas in der Böse. Art. Böse. Zähne. Fell. Lupin. Ja. Was man dann halt so macht. Das war ja auch so eine tolle Frage. Ich glaube, das war im fünften Band hat er ja seine Zaubergradprüfung geschrieben und da war die Frage, nennen Sie so und so viele Merkmale eines Werwolfs? Und Lupin hat da anscheinend sowas geschrieben, ja, er ist so und so, hat ein Fell, ist groß, verwandelt sich bei Vollmond und er sitzt auf meinem Stuhl. Ja. Geile Antwort. Wobei ich Wobei nicht jetzt nicht glaube, mal dass 100%. er das tatsächlich hingeschrieben hat, weil. Ne, ich glaube auch nicht, dass es wirklich geschrieben hatte. Er hatte das einfach nur James und Sirius gegenüber so erwähnt, ne? Ja. Ja. Aber finde ich trotzdem schön. Das Tolle war ja, dass insbesondere Wurmschwanz nicht die Frage vollständig beantworten konnte. Deswegen hatten die sich ja so drüber lustig gemacht. Ja. Sind jeden Monat mit dem Werwolf unterwegs und der kann die Fragen dazu nicht beantworten. Aber gut, okay. Er hat sich da nicht so viele Gedanken drüber gemacht, offensichtlich. Seine Arbeitsmoral lässt zu wünschen übrig. Naja. Ich weiß auch nicht genau, wenn man da jetzt mal so darauf zu sprechen kommt, war das dann eigentlich so ein cooles Happening, wenn die alle sich in Tiere verwandelt haben und dann so über die Ländereien getollt sind? Wie muss ich mir das vorstellen? Insbesondere, ich meine, Wurmschwanz war eine Ratte. Hat er sich irgendwo, der muss sich doch auf irgendeines der anderen, also da muss ich dann auf Sirius oder James draufgesetzt haben, oder? Also das wäre der doch überhaupt nicht hinterhergekommen. Nee, das Problem wäre einfach, Schneller, Sirius, die wären dann schnell in den schneller! Wald reingesaust und Wurmschwanz hätte dann so gesagt, ja toll, okay, danke. Ich komme dann mal nach, Ja. irgendwann. Ratten sind zwar flink, aber vielleicht jetzt nicht so flink. Vor allem, der muss ja auch aufpassen, dass die anderen ihn dann nicht zertrampelt hätten oder sowas. So aus Versehen. Kann man sich das wirklich aussuchen, in was man sich verwandeln möchte, wenn man Animagus ist? Oder Drauf. Animagus darauf hinarbeitet? Ich glaube eher nicht. Sondern das hat dann vielleicht irgendwas mit der Persönlichkeit oder so zu tun? Ich glaube, ja. Ich würde es der Geschichte eher zutrauen, dass gesagt wird, ja, von Persönlichkeit her. Was mir dann so ein bisschen einfällt. Naja, schrecklich viele Animagi lernen wir ja jetzt nicht so kennen. Also okay, Professor McGonagall. Viktor Krumm ist ja irgendwie, er hat ja versucht, das zu machen. Das war ja Bestandteil der zweiten Prüfung, ne? Da hat er sich doch in sowas ähnliches wie ein Hai verwandelt. Ja, aber das war ja nur teilweise. Ja, genau, deswegen. Er hatte es, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig raus, aber zum Schwimmen hat es trotzdem Aber gereicht. als Animagus muss man sich doch irgendwie vom Zaubereiministerium registrieren lassen. Wenn Ja. Viktor Krumm tatsächlich sich in einen Animagus hätte verwandeln wollen oder sollen oder was auch immer, wäre er dann nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen? Also er wurde zumindest nicht nach dem Turnier verhaftet. Ja. Also können wir davon ausgehen, dass vielleicht doch alles mit rechten Dingen zuging und er einfach gemeldet war. Oder beziehungsweise angemeldet war, dass er darauf hinarbeitet, ein vollwertiger Animagus zu sein. Ich meine, ist er natürlich auch ein bisschen doof. Dann, man will Animagus werden, cool. Jetzt werde ich bestimmt ein ganz geiles Tier. Und was wird er dann? Ausgerechnet ein Meeresbewohner. Damit kannst du nichts anfangen. Seine geheime Superkraft. Wenn du nicht gerade irgendwie Strandurlaub machst oder so, ist ein bisschen schwierig. Also. Ist nichts mit mal eben im Wald rumtollen oder so. Wäre blöd gewesen, wenn Sirius festgestellt hätte, oh, ich werde ein Fisch. Ja, gut. Dann geht mal in den Wald. Ich schwimme dann hier in meinem Aquariumglas rum. Also, das wäre halt ein bisschen. Na gut. Alle anderen verwandeln sich in super tolle Tiere. Ein Hirsch. Ja gut, eine Ratte ist okay.
kann man mal machen. Und du erstickst. Ja, qualvoll. Sirius, atme, atme. Bitte, verlass uns nicht. Ob man sich dann in dem Zustand noch zurückverwandeln kann, ist die andere Frage. Aber nun gut. Ja. So. Okay. Schön für diesen, danke für diesen Exkurs. So, was hatte hier Nadana noch geschrieben? Bei der Geschichte mit dem Hauspokal darf man nicht vergessen, dass JK in Großbritannien aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. Soweit ich weiß, gibt es solche Wettbewerbe zwischen verschiedenen Schulhäusern auch an normalen britischen Internaten. Ja. Davon weiß ich nichts. Kann aber sein. Ich habe irgendwann mal eine Dokumentation über ein Elite-Internat gesehen. Und ich glaube, es wurde da auch erwähnt, dass da schon so ein bisschen das Konkurrenzdenken zwischen den Schülern gefördert wird zumindest. Also nicht, dass sie jetzt auf ewig Feinde sind, sondern eher so, ja, Schüler sollen sich gegenseitig anspornen, besser zu werden, bessere Leistungen zu bringen. Wird da eventuell auch so etwas Ähnliches wie eine Ellbogenmentalität so ein bisschen mehr vorgelebt? Ja, so ähnlich. Damit man sich dann ein bisschen mehr durchsetzen kann, wenn man dann tatsächlich erwachsen ist? Ja, also schon, dass man, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu vorsichtig und zu, ich hätte schon gerne, wenn die Leute sich eher verstehen würden, im Sinne von, wir sind zusammen auf einer Schule und wir sollen auch zusammenarbeiten und nicht gegeneinander uns gegenseitig, ja, den schwarzen Peter zuschieben quasi. Du bist also Fan von einer Utopie. Ja. Gut. Okay. Man darf ja noch Träume und Hoffnung haben. Nein, Quatsch. Schüler sollen sich gegenseitig fertig machen und bla und überhaupt und sowieso. Ist schon richtig so. Genau. Ja. Alles super, alles toll. So und nicht anders soll es doch bitte schön laufen. Gut. Achso, und dann wurde ich hier natürlich auch wieder ein bisschen gemaßregelt, was Hufflepuff angeht. Also ich beziehe das immer auf mich. Kann auch sein, dass ich zu viel hineininterpretiere. Dass Hufflepuff ein schlechtes Haus ist, würde Nadana nicht so unterschreiben. Man darf nicht übersehen, dass wir alles aus Harrys Sicht erleben und nur weil Harry diesen Eindruck hat, muss das nicht so sein. Da halte ich jetzt einfach mal dagegen, dass doch alle Nase lang im Buch von allen möglichen Leuten erwähnt wird, dass in Hufflepuff nur Flaschen sind. Ja. Oder? Hagrid sagt auch, dass in Hufflepuff nur Versage sind. Richtig. Also irgendwie, das scheint ja allgemeiner Konsens zu sein. Wo ich aber dann so zustimme, ist, dass das Buch schon sehr aus Harrys Sicht geschrieben ist. Also deswegen würde ich das ganze Buch jetzt auch nicht so für bare Münze nehmen, sondern es ist einfach nur das, was Harry erlebt. Und er sieht ja nicht alles. Ja, also die Geschichte hätte sicherlich einen anderen Drive bekommen, wenn Harry zufälligerweise in Hufflepuff gelandet wäre. Ja. Weil dann wäre er der eine Auserwählte aus Hufflepuff gewesen, der irgendwie dafür sorgt, dass Hufflepuff das beste, größte und schönste Haus aller Zeiten wird in den 6-7 Jahren, in denen er auf die Schule geht. Es wäre ja so gewesen. Vermutlich. Sonst würde die Geschichte nicht Harry Potter heißen, wenn es nicht um Harry Potter gehen würde. Ja, es hätte sich irgendwie gänzlich anders entwickelt. Naja, wäre auch lustig gewesen, aber gut. Oh. Ja, aber wir können natürlich durchaus hervorheben, in Hufflepuff waren auch ein paar ganz tolle Leute. War nicht hier Newt Scamander auch in Hufflepuff? War er das? Konzern? Weiß ich nicht, ich glaube. Und Cedric Diggory natürlich. Ja. Der Gutaussehende, der Charmante, der Tolle, der Cedric Diggory halt. Edward Cullen. Ja, der, ja. Der andere. Der andere. Der dann leider relativ unschön gestorben ist. Ja. Wäre es cooler gewesen, wenn sich Cedric irgendwie auf dem Friedhof noch ein bisschen besser hätte behaupten können? Ich meine, cooler wäre das gewesen, aber wie? Ja, das war halt alles so irgendwie, es ging halt schnell, so wie es eigentlich auch nur Sinn ergeben würde. Voldemort sagt, den anderen brauche ich nicht, Wurmschwanz sagt, Avada Kedavra, weg ist er. Also, natürlich ist es so nur realistisch,
Aber das ganze, die ganze sämtliche Buchreihe ist nicht realistisch. Also von daher, da hätte man doch bestimmt irgendwie was Epischeres machen können. Vielleicht. Vielleicht. Gut. Du bist anscheinend nicht so ein Fan davon. Nee, ich bin, ich brauche nicht so viel Special Effects und hier Duell und da Explosion und. Na gut, Cedric war zu dem Zeitpunkt, was war er, Fünftklässler, Sechstklässler? Da überfragst du mich jetzt. War ein Jahr über Harry oder zwei Jahre? Moment, Sid, Rick, Diggory. Siebtklässler war er noch nicht. Zwei Jahrgangsklassen über Harry. Also war er dann Sechstklässler, okay. Yes. Na gut, sechs Klassen. In der Zeit hat er vermutlich relativ wenig in Verteidigung gegen die dunklen Künste gelernt. Weil es einfach keine guten Lehrer an der Schule gab. Ja. Von Lupin abgesehen, aber egal. Gut. So, schön. Okay, also Hufflepuff. Yay, Hufflepuff. Okay, wir sind allergrößte Fans davon. So, und hier wurde nochmal bestätigt, dass Petunia älter ist als Lily. Darüber hatten wir irgendwie auch gefachsimpelt oder so. Ja. Naja, gut. Okay, mag so sein. So, hier noch irgendwie was. Nee. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Jetzt muss ich ein paar Kommentare von Edna überspringen, die andere Sachen von mir kommentiert hat. Okay, so, gut. Also, wenn dir jetzt nichts mehr einfällt oder so, dann würde ich sagen, dass wir jetzt nach, 20 Minuten mal mit dem Kapitel anfangen können. Eventuell, ja. Gut, so, Kapitel Nummer 9. Duell um Mitternacht. So heißt es übrigens. Ja, jetzt geht's so richtig knallhart zur Sache und jetzt fliegen die Funken. Jetzt fliegen vor allem erstmal die Besen. Jetzt fliegen auch die Besen, ja. Denn darum, das ist mal eine Überleitung, ne? Ja, also. Das war nicht schlecht, ja. Darum geht's jetzt irgendwie auch so ein bisschen in diesem Kapitel. Also, was wird denn gesagt? Im Endeffekt wird so gesagt, dass, das Kapitel startet erstmal irgendwie mit der Feststellung, dass Harry Malfoy nicht mag. Das war jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass im Buch erwähnt wurde, dass Harry Malfoy nicht mag. Man könnte also davon ausgehen, dass Harry Malfoy wirklich nicht mag. Eventuell. Das steht zu vermuten, wenn man sich das so reinzieht hier. Vielleicht ist das jetzt tatsächlich dann auch der beste Moment, um ein bisschen über Draco Malfoy zu reden, beziehungsweise allgemein über dieses Verhältnis Harry Potter-Draco Malfoy. Also, was wird denn hier im Wesentlichen versucht aufzubauen? Es wird irgendwie versucht, eine Art Antagonist aufzubauen. Also sprich, sowas wie Snape oder so ist natürlich auch immer eine hassenswerte Person, aber irgendwie ist es nochmal eine ganz andere Ebene, weil Snape ist viele Jahre älter als Harry und bla bla bla. Also irgendwie, man braucht ja eigentlich für so einen guten Antagonisten, der müsste ja irgendwie vielleicht, oder weiß ich nicht genau, ich behaupte das jetzt einfach, ein guter Antagonist, der müsste ja vielleicht auch ein bisschen mehr vergleichbar auch sein mit dem Hauptcharakter oder so, weil dann findet man irgendwie mehr Punkte, an denen sich diese Figuren reiben können. Vielleicht. Man muss ja auch dem Hauptcharakter, wenn man ihn im guten Licht dastehen lassen will, irgendwie die Chance geben, seinem Gegenspieler eins auszuwischen. Und Harry kann Snape jetzt nicht viel bieten, weil Machtverhältnis und so. Ja. Also braucht man einen Malfoy. Braucht man einen Malfoy. So. Ein Malfoy. Das ist und jetzt vorher also hatte man Dudley? Vorher hatte man Dudley, ja. Und? Und jetzt ist es halt Malfoy, der genau. Sich so vom Charakter und vom Wesen her einfach mal vollkommen von dem unterscheidet, was Harry momentan verkörpert. So, wir haben also diesen angeberischen Jungen, diesen verwöhnten Jungen, diesen Jungen mit seinen verqueren Ansichten. Nur Reinblüter sind cool, wuhu. Ja, wir haben also diesen Jungen und wir haben Harry. Ist das jetzt ein guter Antagonist oder nicht? Ich weiß es nicht. Vor allem gegen Ende wird er ja nicht wirklich als, ja, schon irgendwo als Antagonist gesehen, aber auch mehr so als Spielball der Umstände. Dass er zum einen in die Malfoy-Familie reingeboren wurde, also dass er schon mit gewissen Weltanschauungen großgezogen wurde. Und dass er eigentlich ja gar nicht so ein böser Junge ist, wie er immer war. Doch,
Im Grunde schon. Es ist so ein bisschen dieses Snape-Phänomen. Am Ende wird er auch ein bisschen sympathischer dargestellt, als er über 6 Bücher eigentlich aufgebaut wurde. Ja, sicherlich, weil an Malfoy kann man dann sehr gut ablesen, oder beziehungsweise Malfoy wurde dann ja irgendwie so ein bisschen dazu benutzt von JK, um dann eben zu verdeutlichen, dass auch die einige Todesser dann sicherlich so nach und nach gemerkt haben, das, was der Voldy da will, das ist vielleicht nicht ganz so geil. Geht vielleicht ein Stück weit zu weit. Hier und da. Aber trotzdem haben sie dann bei dem Verein mitgemacht. Ja, weil sie einfach Angst hatten. Sie hatten dann Ja. keine Wahl mehr. Einmal in der Clique, immer in der Ja. Clique. Ja. Und wenn du dann erstmal das dunkle Mal eintätowiert hattest, dann war dann no return. Hatte er das dunkle Mal wirklich eintätowiert? Ich glaube schon. Harry hatte zumindest den Verdacht diesbezüglich geäußert, aber ich weiß nicht, ob es wirklich hundertprozentig bestätigt wurde im Buch. Ich Es weiß nicht. wirkte so, also alle Anzeichen deuteten, glaube ich, darauf hin, aber ja. Ich glaube, im Film war das nicht so, dass im 6. Buch, Spoiler, Dumbledore stirbt, dass er auf jeden Fall an diesem Turm dann gesagt wurde, ja, hier Dumbledore, wir haben Dumbledore, Draco, ruf mal den dunklen Lord mit deinem Tattoo. Deinem Tattoo. Okay. Ist Wirf zumindest. mal das Bat-Symbol an den Himmel. Ja. Ist zumindest cooler als ein Walkie-Talkie oder so. Ja. Also, gut. Weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Oder? Oder Also. bilde ich mir da gerade was ein? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich muss jetzt auch dazu sagen, also zum Beispiel den 6. Film, den habe ich nur ein einziges Mal gesehen. Ich habe die Szene absolut nicht mehr so richtig präsent, wie es da gezeigt wurde. Und die Szene im Buch. Da kann ich mich auch nur noch bedingt dran erinnern. Keine Ahnung. Ans Buch kann ich mich noch weniger erinnern. Okay. War das 6. Buch ein gutes Buch? Da. Es war halt so ein Übergangsbuch irgendwie, hatte ich die ganze Zeit immer das Gefühl. Ja, fragst mich, was Tolles. Das war halt immer so der Moment, wo man. Also ich persönlich war eigentlich ein ziemlich großer Fan von der Orden des Phönix. Ja. Und das 6. Buch, das war dann so, ja, weiß nicht, man hat schon gemerkt, dass es sich so langsam auf das Finale zusteuert, aber, und es wurden so ein paar weitere Sachen hinzugesponnen. Und man wollte dann schlussendlich, glaube ich, einfach wissen, wie es weitergeht. Deswegen war man nach dem Ende vom 6. Buch so ein bisschen enttäuscht. So ging es mir zumindest. Ja, das war dann schon ein ziemlicher Cliffhanger, vor allem weil das 6. Buch war ja mehr so dieses ganz große, hier Dumbledore stirbt Szenario. Und nachdem er dann, nicht endlich, aber nachdem er dann tot war, wollte man einfach wissen, wie geht's jetzt weiter? Was passiert jetzt mit der Welt, von der man eigentlich die ganze Zeit gedacht hat, dass Dumbledore der ist, der alles beisammen hält und jetzt ist der halt tot. Ja, Was? das war auch so das Schlimme irgendwie, dass dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit irgendwie von Dumbledore, dass der so komplett eingerissen wurde. Ja. Weil im 5. Band war noch der krasse Checker, der im Ministerium gegen Voldemort gekämpft hat. Und dann im 6. Band war er dann plötzlich irgendwie gebrechlich, verletzlich und hat seine Fehler und bla bla bla. Das wollte man überhaupt nicht lesen und sehen, mein Gott. Dumbledore war immer derjenige, der den Karren aus dem Dreck gezogen hat. Ja. Dass der das dann plötzlich nicht mehr konnte, das war irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ja. Wenn ich so formuliere, dann aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise natürlich auch cool, weil dann merkt man auch erst, was man irgendwie mit dieser Person verbunden hat und so und naja, gut. Aber so von der Dramatik her war es ganz cool. Ja, das auf jeden Fall. Das Hauptproblem war halt, dass JK das 7. Buch dann erst schreiben musste und man dementsprechend, weiß ich nicht, wie lange drauf gewartet hat. 2 Jahre, 3 Jahre oder Ich so. weiß es gar nicht mehr. Sehr lange auf jeden Das Fall. heißt, die Lücke war relativ groß, Ja. ja. So, worauf wollte ich hinaus? Draco. Ich fand immer so ein bisschen. Also teilweise fand ich immer das. Also die Entwicklung, die Draco dann später genommen hat, ab dem 6. Buch und so, die fand ich eigentlich okay. Alles, was davor war, das war für mich immer so ein bisschen. Oh, ja. Sehr stereotyp.
da hat man halt wirklich gemerkt, okay, es sind halt, ja, also so groß die Probleme irgendwie auch teilweise sein mögen, mit denen sich ein Harry Potter auseinandersetzen muss, Rettung der Welt und dergleichen und so weiter und so fort, so banal sind eben teilweise diese Schulprobleme. Und so banal ist halt immer wieder dieses: Oh mein Gott, da kommt wieder der Draco. Den mag ich nicht. Und der ist ja ganz schön fies und so weiter und so fort. Und das war halt teilweise immer so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Das war dann diese typische Schulsituation von wegen, dass sich zwei Personen treffen und die wollen sich immer gegenseitig eins auswischen. Und das wird im Grunde viel dramatischer dargestellt, als es eigentlich ist. Ja. Es war ja nicht mal gegenseitig ans Auswischen, würde ich sagen, weil Harry war es ja in den meisten Fällen einfach total egal, was Malfoy macht. Malfoy war ja immer derjenige, der mit irgendwelchen blöden Sprüchen gekommen ist oder irgendwelche blöden Streiche spielen wollte oder irgendwie sowas in der Art. Und ja, mit Harry muss man einfach nur mitleiden. Wobei, gerade am Anfang, also jetzt so im ersten Buch, ist mir schon aufgefallen, dass klar, er hat nicht gedacht, oh, wie setze ich das jetzt ein, damit ich Draco zeigen kann, was für ein toller Typ ich bin, sondern dass schon immer darauf geachtet wird, okay, jetzt ist mir was Dummes passiert, was auch immer, jetzt wird Malfoy sich wahrscheinlich wieder das Maul über mich zerreißen. Also es war Harry einfach schon sehr wichtig. Irgendwie. Also ist zumindest in seinem Hinterkopf eingebrannt. Naja, klar, es ist nicht cool, wenn man irgendwie so Sprüche über sich erdulden lassen muss oder irgendwie sowas in Ja. der Art. Also, ja, gut. Harry ist 11. Natürlich findet er es nicht cool. Ist in Ja. Ordnung. Aber, ja. Ich weiß nicht, das ist halt alles so. Jetzt im. Ja, erstmal du. Es wird ja auch. Ich weiß nicht, ich sehe das schon so ein bisschen als Mobbing, was da betrieben wird. Und weil ich auch selbst weiß, wie das auf der anderen Seite aussieht, also auf der Opferrolle, ist es schon so, dass man alles, was passiert, was einem Dummes passiert, das natürlich schließt das auch dann die Überlegung wieder ein, was denkt jetzt die Person, die mich mobbt, über mich? Die wird dann wahrscheinlich auch wieder denken, dass ich ein totaler Versager bin, dass ich nichts kann, dass ich bla bin. Also ja. Ja, und das sind ja mit eigentlich auch die größten Ängste, die Harry jetzt insbesondere auch im ersten Schuljahr hatte. Ja. Dass er eben, klar, irgendwie Versagensängste hat, also dass er vielleicht dem Ganzen nicht gerecht wird. Das ist ja auch etwas, was er dann vielleicht auch die ganze Zeit noch irgendwie in sich trägt. Weil ich meine, die ganze Zaubererwelt sagt so: der große Harry Potter. Das ist der Heilsbringer für alles und jeden. Er hat, du weißt schon wen, irgendwie beseitigt. Er ist bestimmt ein ganz toller, er wird ein ganz toller, er muss ein ganz toller werden. Ich meine, ist ja klar, dass man, also, das ist nicht so einfach zu schultern. Kleiner Erwartungsdruck. Ganz kleiner Erwartungsdruck, ja. Ja. Gut. Gut, wir machen jetzt erstmal ein bisschen im Kapitel weiter. Vielleicht fällt mir da noch ein, zwei Sachen ein, die ich über Malfoy loswerden will. Also, Fliegen. Fliegen war ein gutes Stichwort. So, also Harry hat ein Problem mit Malfoy, alles klar. Zum Glück sieht er ihn ja nur einmal, nämlich Ende der Woche, wenn es dann in die Kerker geht. Zaubertränke, bla bla, mit Snape. Oh, was für ein Freudenspaß. Okay, gut. Aber, das wäre der Optimalfall. Nur einmal in der Woche mit Slytherin. Jetzt ist es aber so, dass dann irgendwann mitten im Schuljahr, weil die Winde dann günstig wehen oder so, oder weiß nicht genau, was dann der Faktor dafür ist, dass sie dann auf einmal mittendrin anfangen, aber egal. Dann ist es jedenfalls so, dass die Erstklässler also dann jetzt Flugunterricht bekommen. Yay. Flugunterricht heißt, dass sie lernen, wie man mit Besen fliegt. Yay. Also so das Typische, was man halt für Hexen und Zauberer kennt. So als Fortbewegungsmittel. Also vor allem, ich kenne es eher mit Hexen. Dass Zauberer auf Besen unterwegs sind, kenne ich eigentlich erst seit Harry Potter. Aber. Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, ja. Jeder darf auf einen Besen. Yay. Ist schon in Ordnung. Ich meine, es wäre lustig gewesen, wenn irgendwie Zauberer auf dem fliegenden Teppich hätten gehen müssen oder so. Aber das soll ja tatsächlich so in der Harry Potter-Welt was für den orientalischen Markt sein. Stimmt. Also, dass Zauberer in der Ecke dann auf fliegenden Teppichen Ja. unterwegs sind. Aber egal.
Habt ihr dann eine Sondergenehmigung für Quidditch bekommen? Quidditch auf Teppichen? Ja. Oder ob es das im Orient einfach nicht gibt. Ob da Quidditch total verpönt ist. Pfui, pfui. Kann mir schon vorstellen, dass sie da was anderes spielen. Quidditch ist da Teufelszeug. Darf man nicht spielen, weil Besen. Besen sind ja nur was für die für den westlichen kapitalistischen Markt, oder? Ja. Okay, lassen wir das. Also, Besen, Flugunterricht, wuhu, darauf hat sich Harry ja total gefreut. Blöd nur, dass das Ganze jetzt also mit den Slytherins stattfinden soll. Also Gryffindor und Slytherin, die dürfen dann zusammen eben Flugunterricht nehmen. Cool. So, nicht cool. Gerade die. Weil, halt, wie gesagt, ist eine blöde Kombination, ausgerechnet die miteinander zu mischen. Da sollte man doch auch annehmen irgendwie, dass so gewisse Dinge... Ich weiß nicht, okay, Slytherin mag ja anscheinend irgendwie keiner so richtig. Aber sollte den Lehrern nicht auch irgendwie so ein bisschen auffallen, dass so der Konkurrenzkampf zwischen Slytherin und Gryffindor nochmal ein bisschen höher ist als bei den anderen Häusern? Naja, nee, vielleicht ist dann so die Erwachsenen sich von wegen, ja, die sollen sich schon irgendwie miteinander beschäftigen, weil vielleicht werden sie ja doch beste Freunde oder so. Und wenn nicht, dann haben wir zumindest eine gute Show. Ja. Sollen sie sich mal ein bisschen die Hörner abstoßen, ist schon in Ordnung. Ja. Gibt's halt mal das ein oder andere blaue Auge, ist schon okay, mein Gott. Kinder müssen erwachsen werden und zwar ganz schnell. Gut. Womit wir wieder bei dem Gedanken werden, dass Hogwarts einfach nur ein einziges Experiment ist, was Heranwachsende angeht. Aber okay, so. So durch eine gute Prügelei haben sich auch gute Freundschaften schon entwickelt. Mit Sicherheit. Bestimmt. Nicht oft. Soll vorkommen. Aber soll vorkommen. Deswegen, warum denn diese Chance irgendwie außer Acht lassen? Ja. Ist schon okay. Kann man ja mal dann probieren. So, okay, was lernen wir jetzt? Wir lernen, dass Fliegen der heißeste Scheiß irgendwie in der Zaubererwelt ist. Denn alle Leute, die irgendwie auch schon vorher in der Zaubererwelt gelebt haben, die Zaubererkinder, die erzählen irgendwie in höchsten Tönen davon, wie cool das alles ist. Mhm. Allen voran natürlich Malfoy, der irgendwie er sagt immer wieder, wie unglaublich toll er im Fliegen sei. Unglaublich begabt und so. Wow. Oh, Malfoy, du bist der größte Held. Aber okay, nicht nur er, sondern wir lernen hier auch, dass Seamus Finnegan irgendwie ein ganz guter Besenartist sein soll. Und Ron erzählt auch, dass er schon ganz oft auf dem Besen saß. Und Quidditch ist sowieso ein ganz toller Sport. Und ja, Ron kann zum Beispiel nicht verstehen, was so toll an Fußball sein soll. Im Vergleich zu Quidditch. Da sich hier die Typen auf den Postern, die Dean Thomas da in seinem Zimmer hängen hat, ja gar nicht bewegen. Na gut, ich hoffe nicht, dass es nur darum ging. Und ich hoffe sehr, dass Dean Thomas irgendwie auf eine gewisse Art und Weise vielleicht dem guten Ron dann doch mal ein bisschen verklickern konnte, was so toll, bitteschön, an Fußball ist. Vielleicht. Ja. Ja, okay, gut. Vielleicht. Überspringen wir dieses Thema. So, achso, und von Neville hören wir, dass er noch nie auf einem Besen saß. Weil seine Großmutter das nicht unbedingt für eine gute Idee hielt. Seine Großmutter ist sehr weitsichtig. Eine sehr kluge Frau, diese Großmutter. Ja. Viele Dinge hätten uns erspart werden können, wenn, aber nur. So, Ja, und dann hätten wir noch, ach so, ja, noch jemand, der ein bisschen Angst vorm Fliegen hat, also genauso wie Neville, ist die gute Hermine. Die zwar auch sehr, sehr viel übers Besen sich dann schlussendlich, übers Fliegen sich so versucht hat anzueignen, durch diverse Bücher. Hier wird uns übrigens der Titel Quidditch im Wandel der Zeiten das allererste Mal genannt. Ja. Was dann schlussendlich ein Buch ist, was dann tatsächlich auf den Markt gekommen ist und was ich sogar in meinem Regal zu stehen habe. Oh. Ja. Ist halt, naja, ist ein Buch über Quidditch. Will man sich das kaufen? Nur wenn du mehr über Quidditch lesen willst.
Ich meine, das Tolle ist halt, es steht auch extra auf dem Einband drauf, dass wohl irgendwie alle oder sehr viele der Erlöse, die durch den Verkauf dieser Bücher zustande kommen, die gehen halt an irgendeine Wohltätigkeitsorganisation oder so. Also im Endeffekt, du tust was Gutes, wenn du dieses Buch kaufst. Oh, schön. Davon aber mal abgesehen, ja, es ist halt, ja gut, du lernst halt die Geschichte des Quidditch-Sports kennen. Also du hast dann irgendwie seitenweise so Artikel, ne, nicht Artikel, du hast dann seitenweise Berichte über, wie das mit Quidditch angefangen hat. Also im Jahre 1200 schieß mich tot, da hat der Zauberer das und das gemacht. Und dann hat sich daraus dann das und das entwickelt und dann irgendwann kam der Schnatz dazu und bla bla bla. Okay. Sowas halt. Ja gut, weil ich glaube sogar, weil ich jetzt gerade auf den Begriff Schnatz gekommen bin, wie gesagt, das hat sich erst später dann irgendwann entwickelt, dass der Schnatz dazugekommen ist. Ich glaube, ganz früher haben die als Schnatz Küken genommen. Was? Also entweder das stimmt jetzt und ich habe etwas sehr Richtiges gedroppt oder ich habe mir jetzt etwas ausgedacht. Ich guck mal ganz kurz, Moment. Die armen Küken. Das ist ja fast Tierquälerei. Kann auch sein, dass ich mir das jetzt gerade ausgedacht habe. Ich habe halt gedacht, im Wikipedia-Artikel finde ich das jetzt. Vor allem, du packst ja auch ein bisschen fest dazu, wenn du so einen Schnatz mal fängst. Naja, okay, Moment. Hier steht, goldener Schnatz, bla bla. Dieser Spielball sieht genauso aus und verhält sich wie der Schnatzer. Ein winziger magischer Vogel. Das heißt, vorher waren es tatsächlich Vögel. Nicht unbedingt Küken. Es waren halt Schnatzer. Der arme Vogel. Habe ich jetzt irgendwas bei dir getriggert? Also ich hatte früher mal Wellensittiche. Das trifft mich jetzt schon ein bisschen. Die hätten bestimmt ganz gute Schnatz-Dinger abgegeben. In den meisten Fällen kannst du so einen Vogel dann wahrscheinlich nicht mal wiederverwenden, aber das könnte dann ein bisschen doof sein. Da hast du ja dein ganzes Ketchup in der Hand. Macht so ein Vogel dann vielleicht auch nur einmal. Ja, solche interessanten Dinge erfährst du dann jedenfalls dort in diesem Buch. Und du erfährst auch ganz viele Besenmanöver und so. Wie der Ronski-Bluff funktioniert und so weiter und so fort. Lernst du ja teilweise auch in den normalen Büchern hier kennen. Okay. Ja, lohnt sich also total. Wuhu! Vögel. Warum hat man eigentlich nicht zu dem Buch dann auch einfach eine Filmtrilogie gestartet oder so? Ich meine, zu Fantastische Tierwesen hat es ja auch, dafür hat es ja auch gereicht. Ja. Das so ein richtig schönes, so ein richtig schöner Quidditch-Film. Ich meine, das wär doch immer halbwegs interessant. Ja, kommt halt drauf an, wie man es aufzieht. Die werden das schon irgendwie hinkriegen. Also soll es dann tatsächlich um die Geschichte des Quidditch in Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, geht es ja auch irgendwie nur am Rande um die Tierwesen. Geht es ja irgendwie mehr dann später um Grindelwald und Co. Ja. Aber Hauptsache, sie haben einen Titel gefunden. Naja. Gut, sie werden schon irgendwie eine Möglichkeit finden, da irgendwo Fantastische Tierwesen einzubauen. Und wenn die nur irgendwo im Hintergrund mal rumstehen, während sich Dumbledore und Grindelwald duellieren. Da wird irgendwie so eine kurze Pause gemacht und dann wird so gesagt, oh, guck mal, da hinten, Niffler. Irgendwie sowas in der Art. Naja. So. Okay, jedenfalls schönes Buch. Ich finde es irgendwie übrigens ganz interessant. Hier wurde so gesagt, dass Hermine alle mit diesem Quidditch im Wandel der Zeitenbuch gelangweilt hätte. Aber ich bin der Meinung, ist es nicht so, dass Hermine später dieses Buch sogar an Harry schenkt? Also, dass er das irgendwann bekommt, zu Weihnachten oder zu seinem Geburtstag oder so? Und dass er dann eigentlich ganz gerne drin liest? Ja, weil es eben zu dem Zeitpunkt ja nicht Hermine die ganze Zeit voll und breit zutextet. Weil es dann in seinem eigenen Tempo lesen darf. Ja. Na gut. Okay. Weil es halt nicht Hermine ist. Scheint jedenfalls nicht so uninteressant zu sein. Oder vielleicht ist es ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr uninteressant gewesen, wo Quidditch im Wandel der Zeiten dann tatsächlich gekauft werden konnte. Also, aber gut. So ein geschickt, JK, geschickt. Eine knallharte Geschäftsfrau. Aber okay. So,
Gut. Die sitzen dann also am Morgen beisammen, am Morgen, wo das Ganze losgehen soll. Okay. Die Post kommt. Yay. Trari, trara, die Post ist da. Eulen stürzen in die große Halle hinein. Es ist quasi Hitchcocks die Wie Vögel. immer. Jeden Morgen aufs Neue. Okay. Da wird hier so ein Nebensatz erwähnt, dass Malfoy es aufgefallen sein soll, dass Harry nie Post bekommt. Dass Malfoy dafür aber immer wieder sehr viel Post bekommt. Das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich mir so denke, so what? Also, was ist jetzt so schlimm daran? Aber nun gut, okay. Wie gesagt, es ist aus Harrys Sicht, wahrscheinlich ist es irgendwie, ja, keine Ahnung. Komisches Konkurrenzdenken oder so, ich weiß Ja, es nicht. Es glaube ist ich auch. irgendwie. Und vor allem, Malfoy soll alle Nase lang irgendwelche Süßigkeiten bekommen und so. Die leiden doch nicht wirklich an Hunger in Hogwarts, oder? Was die da zum Abendessen als Nachtisch aufgetischt bekommen, das ist nicht gerade Hungerleiden, nein. Also dementsprechend, das könnte auch ein sehr perfides Attentat von Malfoys Mutter sein, die irgendwie will, dass ihr Sohn demnächst an Diabetes erkrankt. Wahrscheinlich dasselbe Denken wie im Hogwarts Express gibt es nur Süßigkeiten und Zuckerlimonade. Survival of the fittest. Also. Survival of the fattest. Es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Vor allem, wenn ich mal jetzt so drüber nachdenke, es gibt von diesem Flug- oder Besenunterricht abgesehen keinen Sportunterricht auf Hogwarts. Ja. Das heißt, wonach, also denken die Schüler ertüchtigen sich schon irgendwie selbstständig? Was ein fataler Irrglaube ist. Oder was ist so der Gedankengang dahinter? Oder denken die sich so, na gut, wir sind Zauberer, wenn zufälligerweise jetzt jemand mal 30 Kilo zunehmen sollte oder so, Magie? hübsche Zauberer-Abnehmkur, Magie, genau, zack, du hast wieder dein Normalgewicht, alles gut. Ist das so? Oder? Weiß nicht, ich glaube, das ist eine der großen Logiklücken, die dieses Buch hat. Wahrscheinlich hat JK einfach selber keinen Bock auf Sportunterricht. Ja. Deswegen hat sie das einmal konsequent wegfallen lassen. Aber nun gut. Ja. Okay, mit davon abgesehen, Hogwarts ist groß. Die müssen viel Treppen steigen. Also, vielleicht kann man das so als körperliche Ertüchtigung ansehen. Ich glaube nicht, dass das ausreichen würde, aber okay. Naja, wenn du immer wieder den großen Turm hoch und runter dallern musst, ich glaube, das ist schon ganz okay. Oder du machst zwischen den Unterrichtseinheiten nur 5 Minuten Pause, dann müssen die eben mal ein bisschen schneller die 500 Stufen steigen. Richtig, genau. Das sind ein schöner Ansporn. Ja. Also so. Schweißband um und ab geht's. Erstmal die 500 Stufen erklimmen. Alles klar. Kann man machen. Gut. Harry hat jedenfalls wieder keine Post bekommen, aber dafür hat Neville Post bekommen. So, Neville, was hast du denn bekommen? Zeig es uns bitte. Das ist ja eine Glasmurmel. Oder so. Ein erinnere mich. Ein Erinner mich. So, was ist jetzt der Deal bei dem Erinner mich? Das Erinner mich zeigt dir an, wenn du es in die Hand nimmst, wenn es rot leuchtet, dass du etwas vergessen hast. Und es sagt dir nicht, was du vergessen hast. Und Ja. du wirst es auch nicht heraus, Womit wir. du wirst es auch nie herausfinden, weil du es ja vergessen hast. Ja. Womit wir dann bei meinem Problem wären, was diesen Gegenstand angeht. Weil im Endeffekt ist es, erinnere mich, nichts anderes als ein Knoten im Taschentuch. Nur halt magisch. Und sollte der Vorteil bei Magie nicht irgendwie so sein, dass es tatsächlich ein bisschen mehr im Alltag hilft? Also wäre es nicht wirklich ein cooler Gegenstand, wenn es dir wenigstens sagen würde, was du vergessen hast? Vor allem bei Neville, er wird ständig irgendwas vergessen haben. Das Ding ist dauerrot. Das hilft ihm doch gar nicht. Ja, also was genau wollte ihm seine Großmutter damit sagen? Du bist ein Versager, Neville. Hier hast du es Ja. nochmal. Glas auf Gold, quasi. Wir wollten nicht, dass du es vergisst. Vergisst. Ja. gut. Okay. Ja, ist ein schöner Gegenstand. Okay. Erinner mich. Klasse. Super. Gut. Yay, magische Gegenstände sind toll.
So, ja. Dementsprechend, Neville konnte das Ganze natürlich gleich mal sehr, sehr schön demonstrieren. Er hat das ja nämlich in die Hand genommen, es leuchtet rot, er hat irgendwas vergessen. So ein Mist. Naja. So, Grund genug, also Grund genug für Malfoy, um nach diesem Aufruhr dann einfach mal an den Gryffindor-Tisch zu gehen und sich das Erinnermich zu schnappen. Und dann zu sagen, ha, was ist das denn? Malfoy hat auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als zu gucken, haben die Gryffindors jetzt irgendwas bekommen? Haben sie, haben sie, haben sie? Ja, irgendwie, er so ein bisschen, das ist so eine gewisse Obsession. Ja. Also, nicht gesund. Ich finde ja irgendwie, also, das ist erstaunlich. Am Slytherin-Tisch scheint ja recht wenig los zu sein. Oder die ganzen Leute, die da rumhängen, die scheinen ja echt irgendwie noch größere Schnarchnasen zu sein, als Crabbe und Goyle vermuten lassen. Vor allem zwischen den beiden sind, glaube ich, sind da noch ein paar andere Tische nebenbei? Ich weiß gar nicht, wie die Aufteilung in der großen Halle ist. Also das Haus, das zwischen denen dann wäre, wäre auch nicht sehr interessant. Ja. Im Film ist da noch ein Tisch zwischen, bin ich der Meinung. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wer, ob es die Ravenclaws sind oder die Hufflepuffs. Das sind Fragen. Aber nun gut. Ich weiß auch nicht so hundertprozentig, ob es im Buch jetzt irgendwo dann mal erwähnt wurde. So ganz links Ravenclaw, dann Gryffindor, dann Hufflepuff, dann Slytherin oder irgendwie sowas in der Art. Ich glaube nicht. Aber es wurde zumindest gesagt, dass Slytherin ganz außen ist. Ja. Und Gryffindor irgendwie nicht. Also, naja, gut. Okay. Aber wie gesagt, es ist irgendwie. Malfoy, was ist dein Problem? Ganz ehrlich, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Naja, okay. So, zum Glück. Also Harry und Ron, die springen natürlich direkt auf und wollen Malfoy mal so richtig eine Ja. verpassen. Wie Jungs in dem Alter das halt tun? So zwei Oder so? Hänflinge kommen dann. Ja, das ist eine super Idee. Wow, Geil. okay. Sie waren zu dem Zeitpunkt noch nicht die allergrößten, aber Denker, es ist in Ordnung. Gryffindor, Sie sind mutig. Woo! Und dumm. Mutig und dumm. Naja, herausragende Charaktereigenschaften von diesem Haus. Gut, ja, zum Glück ist eine Gryffindorianerin von Gryffindor. Die ist nicht so auf den Kopf gefallen, nämlich Professor McGonagall. Denn die steht dann direkt, Gewehr bei Fuß, und fragt so: Hey, was ist denn hier los? Und Malfoy sagt: Ich wollte nur gucken. Und dann haben die ganze Situation aufgelöst. Ja. Ja, gut, reicht ja auch. Okay, Erinnermich wird zurückgegeben, Neville hat's wieder, passt. So, okay, springen wir ein bisschen nach vorne. Es ist jetzt nachmittags. Denn nachmittags sind die Sichtverhältnisse am besten, steht der Wind am günstigsten, da sind die klimatischen Bedingungen genauso, wie sie sein müssten für Besenreiten. Yay. Also, alle Schüler gehen im Gänsemarsch nach draußen, irgendwie da so Richtung Wiese, Richtung irgendwo nahe am verbotenen Wald, aber nicht ganz da so. Weil wäre irgendwie doof, wenn Schüler dann so nebenbei von irgendwas aus dem verbotenen Wald gegriffen werden würde. Aber Ja. hässliche Unfälle, die passieren können. Ja gut. Was Unfälle angeht, da hat Hogwarts ja anscheinend eine lange Tradition. Die kennen Die das. sehen das hier, die sehen das ja alles so ein bisschen lasch, wie wir jetzt im Folgenden dann auch gleich sehen werden. Aber nun gut. So. Also, Gryffindors und Slytherins, die stehen jetzt draußen auf der Wiese. Und da liegen überall schon Besen rum. 20 an der Zahl. Schulbesen. Die liegen auf dem Boden. Auf der Wiese. Verteilt. Einfach so. Und die sollen nicht so cool sein, sagen Fred und George Weasley. Aber naja, es sind halt Schulbesen. Wer weiß, wie viele Hundertschaften an Schülern schon drauf gesessen haben. Naja. Gut, so, jetzt lernen wir jedenfalls die Lehrerin kennen, die sich um den ganzen Flugunterricht kümmert und scheinbar auch nur darum. Ich weiß nicht, ob sie fest angestellt ist bei Hogwarts oder ob sie nur dafür dann immer vorbeikommt oder so. Ich meine, sie scheint es ja extrem chillig zu haben, wenn sie einfach mitten im Schuljahr dann irgendwann nur deswegen da vorbeikommen muss. Aber nun gut. Wir lernen jedenfalls Madame Hooch kennen, die interessante Augen hat. Ich fand ihn im Film sehr, sehr interessant.
Also das war optisch für mich einer der eindrucksvollsten Charaktere in allen Filmen überhaupt, weil die einfach diese geilen Augen hatte. Ja, war ein echter Hingucker. Ja. Stimmt. Sah schon ziemlich cool aus. Na gut, so, also, Madame Hooch fordert die Schüler im besten Army-Ton auf, sich jetzt mal gefälligst an die Besen zu setzen oder zu Rekruten. stellen. Zack, zack, zack. Ja. Rekruten stillgestanden. An die Besen! Und Feuer! Nee. Moment. So. Das ist jetzt, was jetzt im Folgenden passiert, ist eigentlich ziemlich cool. So, also die gehen alle dann jetzt verteilen sich irgendwie, stellen sich alle zu so einem Besen hin. Und Madame Hooch fordert die Schüler dann jetzt also auf, dass die ihren rechten Arm, ihre rechte Hand dann über so einen Besen ausstrecken sollen. Und dann sollen die hochsagen. Und die Schüler machen das. Und sagen hoch. Und dann passieren ganz unterschiedliche Dinge. Weil teilweise gehen die Besen dann direkt irgendwie schnurstracks in die Hand des jeweiligen Schülers. Teilweise aber machen die Besen irgendwie auch gar nichts und bewegen sich überhaupt nicht. Andere rollen sich dann irgendwie nur einmal über die Wiese. Also irgendwie, was sagt mir das jetzt in dem Moment? Wollen Sie uns jetzt damit sagen, dass Besen also eine eigene Persönlichkeit noch zusätzlich besitzen? Oder was ist jetzt der Grundgedanke dahinter? Es wird ja auch hier im Buch erwähnt, dass vielleicht Besen wie Pferde spüren, wenn der Mensch, der gerade damit zu tun hat, irgendwie Angst hat oder unsicher ist und sich auch dementsprechend verhalten. Also Pferde sind dann auch ein bisschen nervöser, wenn man auch nervös ist. Und ich glaube, dass das dann gemeint wird, dass Besen genauso feinfühlig sind wie Pferde. Also haben Besen doch eine eigene Persönlichkeit. Es wird hier angedeutet. Sonst würden sie es ja nicht spüren. Haben alle Besen eine Persönlichkeit? Nee, es gibt da ja einen Unterschied. Es muss ja einen Unterschied geben. Also ein Besen aus der Muggelwelt könntest du ja nicht nehmen, um damit dann zu fliegen, auch wenn du ein Zauberer bist, ne? Nee, das sind ja wahrscheinlich magisch verarbeitete Besen. Die aus einer besonderen Fabrikhalle dann eben stammen. Ja. Gibt ja auch verschiedene Besenfabrikate. Hier, Nimbus, Sauberwisch, was auch immer. Weiß nicht, wozu der Feuerblitz gehört. Ob das ein ganz eigenes Branding ist, ob das auch zu Nimbus gehört oder so, keine Ahnung. Ja. Man weiß es nicht. Ja, fand ich jetzt aber dennoch irgendwie interessant. Und was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass Harry irgendwie anscheinend, boah, es scheint dem Besen zu gefallen, wie der Harry da so hoch sagt. Denn der Besen stürzt sich direkt in Harrys Hand und ja, ist dann erstmal ein guter Moment für Harry. Im Film war es ja auch lustig, dass Ron sich dann eingestellt hat und er hat gesagt, auf, auf. Und erst hat sich der Besen überhaupt gar nicht bewegt. Und dann ist er einmal hochgeklappt und Ron genau ins Gesicht geknallt. Ja, schöner Slapstick-Moment. Ja. Also ich fand das wieder gut. Ob Rupert Grint dann in dem Moment schon wusste, dass er eigentlich für die folgenden Filme verloren hat? Ja. Also, aber. Na gut. Es ist, wie es ist. Man brauchte halt einen lustigen Sidekick. Ist schon in Ordnung. Ja. Gut. Müsste es dann jetzt nicht aber theoretisch dann auch so sein? Ich meine, wie geht's dann weiter? Wartet Madame Hooch dann jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde, 3 Tage, 2 Wochen bis bei jedem Schüler das passiert, dass der Besen dann jetzt doch irgendwann mal nach oben kommt? Oder heißt es dann irgendwie so nach 5 Minuten, okay, gut, der Besen will dich offensichtlich nicht, aber egal, du fliegst jetzt trotzdem. Ja. Also das ist es, ja? So wird es ja im Film auch gezeigt. Und hier wird ja auch gesagt, dass irgendwann dann doch weitergemacht wird. Also, dass sie da nicht ewig und 3 Tage wartet, bis alle endlich mal ihre Besen hochgekriegt haben, sondern, Klingt auch so ja. doof. Aber ist das nicht eine dumme Idee? Eigentlich schon. Wenn der Besen nicht will, dann ist das ja offensichtlich ein guter Indikator dafür, dass man diesem Schüler vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein Fluggerät irgendwie andrehen sollte. Oder? Ja, und wenn es tatsächlich so ist, warum die ganze Szenerie überhaupt?
Warum sollen sie über den Besen sich stellen und sagen hoch, wenn sie ihn sowieso nachher einfach aufheben? Ich glaube, das dient nur so ein bisschen zur Belustigung von Madame Hooch. So, damit sie schon im Vorfeld so ungefähr abschätzen kann. Aha, okay, bei dem klappt's, bei dem klappt's. Oh, bei dem klappt's. Oh, das wird. Ah. Na gut, wir probieren es trotzdem. Vielleicht wird es ja zumindest ganz lustig. Aber, na gut. Finde ich ja schon ein bisschen sadistisch. So. Also, weiter geht die Show. Die Schüler stellen sich jetzt also mit ihren Besen dahin und Madame Hooch zeigt jedem Einzelnen, wie man so auf dem Besenstiel eigentlich bequem sitzt, ohne hinten runter zu rutschen. Das würde ich gerne auch wissen. Und die Griffe müssen ja auch richtig, also das muss ja, du musst dich gut festhalten können auf so einem Besen. Ja. Ja, also Das denke ich. machen wir uns nichts vor. Diese ganze Besengeschichte ist eigentlich vollkommener Quatsch. Weil selbst wenn das Ding fliegen könnte, selbst wenn das Ding einigermaßen gut fliegen könnte, selbst wenn du dich gut festhältst oder so, irgendwann verlässt dich doch die Kraft. Du würdest dann einfach vom Besen runterfallen. Oder? Ja, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sonderlich bequem ist in der Leistengegend. Nee. Und auch wenn du, die Besen scheinen ja auch einigermaßen flott zu sein. Das heißt eigentlich, also mit offenen Augen durch die Gegend zu fliegen, stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, weil du wirst die ganze Zeit Wind in den Augen haben, du wirst irgendwelche Insekten in den Augen haben oder was auch immer. Also, eigentlich bräuchtest du eine Pilotenbrille. Eigentlich ja. Damit du das über dich ergehen lassen kannst. Aber nun gut, okay. In der Zaubererwelt, es funktioniert einfach. Denken wir nicht weiter drüber nach. Gut. Harry und Ron freuen sich, weil Malfoy erklärt werden muss, dass er die ganze Zeit übrigens falsch auf dem Besen saß. Er hat es ja trotzdem irgendwie geschafft. Tja, also dementsprechend. Mein Gott. Worüber freut er sich? Also, ganz ehrlich. Harry und Ron voll die Mobber. Unglaublich. Da wird zurückgemobbt. Unfassbar. Aber okay. So. Ja, und dann geht die Show jetzt richtig los. Ah, okay. Also, Madame Hooch nimmt die Pfeife in die Hand. Besenstiele gerade halten. Man soll irgendwie sich abstoßen. Ein paar Meter hoch. Und dann gleich wieder runterkommen. Okay. Das ist ein Plan, der natürlich überhaupt nicht schief gehen kann. Nee. Der hat vorne und hinten Lücken, aber okay. Ich meine, 20 wild gewordene Schüler, die eventuell noch nie auf dem Besen saßen. Respekt. Also, dass Madame Hooch sich das antut, okay. Wie gesagt, die Frau scheint Humor zu haben. Also. Alles klar. So. 3, 2. Oh mein Gott, Neville, wo willst du denn hin? Tschüss. Ja, Neville hatte so viel Angst davor, dass er nicht wirklich wegkommt vom Fleck, dass er sich einfach mal gekonnt abgestoßen hat vom Boden, schon im Vorfeld. Und ja, dann gucken sie jetzt alle nach oben und gucken. Okay, Neville, 3 Meter hoch, 7 Meter hoch. Oh, Neville, das könnte jetzt gleich schief gehen. Aber nun gut. Ich find's schön, dass sie trotzdem alle nur gucken. Und keiner was macht. Und dann im nächsten Moment ist es dann einfach nur so, dass man irgendwie ein verängstigtes Bündel, ein Häuflein Neville vom Himmel fallen sieht, was dann auf dem Boden aufkommt, mit voller Wucht. Platsch. Gut. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Neville. Okay. Zum Glück ist er ja nicht wirklich tot. Wie auch immer das Sondern nur so halb. übrigens, ja, wie auch immer das, ganz ehrlich, bei 7 Meter oder noch mehr und dann sehr unglücklich von oben, also er hätte sich das Genick brechen können. Ja. Machen wir uns nichts vor. Also, die Sicherheitsbestimmungen in Hogwarts, die sind schon so ein bisschen. Ich weiß halt nicht, ob es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, irgendwie, ja, wo kann man sowas am besten. Ich meine, Madame Hooch kann ja wohl hoffentlich auch zaubern. Dann bricht sie halt einen Schwebezauber oder irgendwie sowas in der Art, sodass er wenigstens einigermaßen langsam runterfällt. Ja. Aber sie hat die Augen eines Falken? Und die Reaktion von einem Goldfisch. Also, da ist so. Ich zweifle so ein bisschen an ihrer Kompetenz, was den Job angeht.
Aber okay, es scheint ja all die Jahre gut gegangen zu sein. Deswegen machen wir uns mal nicht weiter Gedanken darüber. Huh, so. Da liegt er jetzt also. Es gab ein hässliches Knacken, so wird es hier genannt. Zum Glück hat nur das geknackt, was auch knacken durfte. Das Handgelenk. Ja, das erkennt sie ja dann irgendwie auch wieder feilschnell. Also, wie gesagt, ja. Mit ihren Augen ist sie, hat sie auch den Röntgenblick offensichtlich. Okay. Er hat sich also nur, in Anführungszeichen, das Handgelenk gebrochen. Nochmal Schwein gehabt. Das hätte schlimmer werden können. Da wäre, naja, okay, gut. Lassen wir das. Also. Ah, ja, und dann jetzt das nächste, Richtung Sicherheitsbestimmungen und so. Okay. Madame Hooch schnappt sich jetzt also den guten Neville und sagt, na gut, okay, komm, wir gehen jetzt zusammen in die Krankenstation und ihr anderen, die ihr jetzt diese Teufelsmordwerkzeuge in der Hand habt, ihr bleibt jetzt bitte hier auf dem Boden, ich bin gleich wieder da. Und ihr macht keinen Scheiß damit. Ihr macht keinen Scheiß damit, bitte. Zwinker, zwinker. Zwinker. Gut. So langsam aber sicher habe ich den Eindruck, sie wollte wirklich einen Toten sehen an diesem Tag. Also, es ist schwierig zu glauben, dass das alles ihr Ernst war. Aber nun gut, okay. Vor allem, sie sagt ja auch, wenn einer die Besen besteigt oder irgendwas damit macht, dann werden die der Schule verwiesen. Wie will die das nachprüfen? Also. Ja, also irgendwie ist es ein bisschen... Ich weiß auch nicht, also theoretisch wäre es nicht irgendwie besser, gerade damit sie ihre Aufsichtspflicht nicht verletzt, dass sie irgendeinen anderen Schüler dazu abkommandiert, dass der mit Neville halt hoch in den Krankenflügel geht? Ja. Es wäre sinnvoller gewesen. Ja. Es wäre auch sinnvoller gewesen, die Besen jetzt an der Stelle einzukassieren und zu sagen, okay, wir machen dann hier in einer halben Stunde weiter oder so. Ja. Aber gut. Wie gesagt. Aber sie hat halt einen lustigen Tag. Ja. Okay. Also. Neville. Neville geht jetzt also weg. Zusammen mit Madame Hooch, die ihren Arm um ihn gelegt hat. Oh. Armer kleiner Putsch, Neville. Putsch, putsch. Naja. Bist du halt ein bisschen doof geflogen und so, ne? Passiert. Hast dich halt dumm angestellt. Naja. Du bist halt ein bisschen dämlich. Du bist halt ein bisschen dämlich, ja. Aber ist kein Problem. Wir machen das schon. Freust dich schon auf die nächste Flugstunde? Ja. Du übst noch ein bisschen, ne? Wow, oh Gott. Okay, Neville kann einem leid tun. Also, die beiden hauen jetzt also ab und Malfoy lacht laut. Na, ha, 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 na, ha, ha. Mann, war der doof. Ja. Nelson aus den Simpsons. Haha. Ja. Die anderen Slytherins fangen ebenfalls an zu lachen. Und hier werden so wunderbare Begrifflichkeiten verwendet wie Riesentrampel und Lahmarsch. Ja. Ja, und dann geht so das Angiften so ein bisschen los zwischen Gryffindors und Slytherins. Was man dann halt so macht in der Situation. Ja. Also. Gryffindors finden es natürlich nicht so cool, dass Neville ausgelacht wird, denn er ist ja einer von uns. Von ihnen, quasi. Und, naja. Wie das halt so ist, die ganze Situation schaukelt sich also so ein bisschen hoch. Und Malfoy findet etwas im Gras. Nämlich das wunderbare Erinner mich. Welch Zufall. Gut, so. Was macht man jetzt also damit? Man kann sich noch ein bisschen über Neville lustig machen, bla 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 und so weiter und so fort. Oh ja, was machen wir jetzt bloß damit? La 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 la. Gib's her, Malfoy, sagt Harry. Die Situation ist angespannt. Die beiden stehen sich gegenüber, Aug in Aug, beobachten sich abschätzig, abwartend, was der jeweils andere jetzt wohl im nächsten Moment tun würde. Und... Malfoy ist einfach mal so keck und beschließt, das erinnert mich, irgendwo zu verstecken, wo der olle Lahmarsch nicht drankommt. Ja. Auf einem Baum. Auf einem Baum. Formidable Idee, Herr Malfoy. Gut. Malfoy
erhebt sich also in die Lüfte, zusammen mit dem Erinner mich. Und scheinbar kann er ein bisschen fliegen. Zumindest sieht Harry das so. So, Harry fühlt sich jetzt angestachelt in dieser Situation. Und er will seinen Zauberstab nicht einziehen. Ja. Quasi. Und schnappt sich jetzt einen Besen und will hinterher. Und Hermine halt sagt so, nein, 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 blöde Idee, bla 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 und so weiter und so fort. Und Harry sagt so, bla bla, interessiert mich nicht. Okay, so, hier, ab in die Luft. Zack. Und was stellen wir fest? Oh Wunder, der berühmte Harry Potter, der absolut nichts über die Zaubererwelt weiß. Oh, er ist ein Naturtalent, was das Fliegen angeht. Ja, er findet super toll. Er findet super toll, er findet super klasse, er gewöhnt sich super schnell daran, er weiß sofort, wie er mit dem Besen umgehen muss. Zack, zack, Rückwärtsgang, einparken, kein Problem. Das klappt alles wie... Der Führerschein hat er schon. Ja, es klappt alles wie aus dem FF, also okay. Er weiß auch genau, wie er immer gucken muss, in den Spiegel und so weiter und so fort. Schulterblick. Schulterblick super. Nicht vergessen, genau, zack, funktioniert alles. Perfekt. Malfoy ist leicht erstaunt. Aufgrund dieser Tatsache. Nichtsdestotrotz keifen die beiden sich trotzdem noch so ein bisschen an. Bla bla, bla bla, gib's her, bla bla, nö nö und so weiter. Und dann fliegen die da so ein bisschen rum und so weiter und so fort. Die Schüler unten finden das total klasse und cool. Und Harry versucht Malfoy zu kriegen, der kann gerade so ausweichen und alles total dramatisch und boah und überhaupt und sowieso. Und dann im nächsten Moment sagt Harry so, haha, hier oben bist du aber ganz alleine. Du hast gar keinen Crab und Goyle. Nur du und ich. Wie sieht's jetzt aus, Mr. Malfoy Dingensbums? Ja, und Malfoy sieht ein, stimmt, hast recht. Okay, ist eine dumme Idee hier zu sein. Fang doch das Erinner mich. Flupp. So, und er wirft es in weiter Bahn von sich. So nach dem Motto, fang es doch, wenn du kannst. Hahaha. Und Harry macht das einzig Richtige. Oder so, keine Ahnung. Er kann es auf einmal. Er stürzt dem Erinner mich hinterher. Ist das Erinner mich eigentlich stabil oder nicht? Naja, es wird gesagt, es ist aus Glas. Ich glaube nicht, dass es sehr stabil ist. Aber es ist magisch. Ja. Sollte man nicht annehmen, dass es dann so ein bisschen stabiler wäre. Aber gut, okay. Harry rettet jedenfalls, das erinnere mich, kurz vor dem Aufprall mit einem wunderbaren, was auch immer, Griff. Schnappte sich, das erinnere mich, kurz bevor es also auf dem Boden aufknallen will und in tausend Teile zerbersten will und so. Und er hat also das erinnere mich in der Hand und er freut sich total. Und die Schüler jubilieren und alles ist super klasse. Und er landet und dann hat er verkackt. Denn wer taucht auf? Professor McGonagall. Ganz schlecht. Die ist auch wirklich überall. Die ist wirklich überall. Ich meine, seltsamerweise sind die Lehrer irgendwie nie da, wenn die Schüler sie tatsächlich mal brauchen, aber dann so im Nachhinein, dann sind sie halt irgendwann mal da. Ja. So, okay. Oh, Mr. Potter. Mich deucht, sie sind gerade geflogen. Das ist ja jetzt nicht so gut. Das durften sie doch gar nicht. Naja, kommen Sie mal mit. Nein, eigentlich erzählt sie noch gar nicht so darüber. Sie sagt einfach nur mitkommen. Ja. Ja. Na doch, und wie kann er es wagen? Er hätte sich den Hals brechen können. Bla, bla, bla. So halt. Ach was. Erwachsene. Ja, ach was. Genau. Das versuchen wir Ihnen schon seit einigen Wochen zu erzählen. Diese Schule ist gefährlich, aber irgendwie scheint das hier keiner mitzubekommen. Seid ihr eigentlich des Wahnsinns, dass ihr das hier so betreibt? Aber gut, okay. Ich bin ja nur ein 11 Jahre alter Schüler, auf mich hört keiner. Ja. Gut. So, aber schön, dass sie es auch mal mitgeschnitten haben. Gut. Also. Ja, der gute Harry. Malfoy, Crab und Goyle freuen sich natürlich total, weil sie jetzt denken, haha, er wird total bestraft und so. Und Harry denkt auch das Schlimmste. Oh mein Gott, er hat es geschafft. Er war noch... Achso, nee, Moment, hier steht, glaube ich, irgendwas. Nicht einmal 2 Wochen lang hat er es geschafft. Okay, gut, also ist noch nicht so viel Zeit im Schuljahr vergangen. Also,
hatte ich irgendwie Unrecht mit, dass es erst sehr viel später stattfinden würde, der Flugunterricht, aber gut. Ja. Wollte ich nur mal so sagen. Gut, also, nicht einmal 2 Wochen hätte er es geschafft, bla bla und so weiter und so fort. Muss er jetzt wieder zu den Dursleys? Oh mein Gott, er wird der Schule verwiesen. Das ist alles so schlimm und schrecklich. Ich habe alles vermasselt und so weiter und so fort. Und Professor McGonagall führt ihn durch das halbe Schloss. Teil der Bestrafung scheint es anscheinend irgendwie zu sein, Seitenstechen zu bekommen. Harry denkt sich noch so, ja, wenn ich der Schule verwiesen werde, vielleicht kann ich dann genauso wie Hagrid auch ein Wildhüter sein. Naja. Der Assistent. Der Assistent. Der Depp vom Dienst. Der Hausmeister für draußen. Aber mit Aussicht auf eventuell irgendwann auch Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts. Toller Titel. Ist ein toller Titel. Kann man sich auf die Visitenkarte drucken. Haben wir ja schon erörtert. Haben wir schon erörtert. Also dementsprechend vielleicht noch nicht alles verloren, Harry. Aber gut, okay. So, Professor McGonagall macht halt vor einem Klassenzimmer. Und sie öffnet die Tür und sagt dann so, Professor Flitwick, ich bräuchte bitte Wood. Ja. Okay, Wood? Wie Wood? Was zum Geier? Will sie mich jetzt verprügeln mit einem Stock? Hogwarts ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Ja. So könnte man denken. Aber Wood war mitnichten ein Stock. Oder ein Stück Holz. Woodstock. Woodstock. Ja. Entschuldigung, ist mir gerade eingefallen. Okay. Gut. Harry muss auch nicht alleine auf ein Festival gehen. Nein. Stattdessen kommt jetzt also ein Junge raus. Aus der 5. Klasse. Kommt es überhaupt hin? Ja. Doch, Moment, kommt hin. Ja. Im 3. Schuljahr? Da? Wie ist das eigentlich nochmal mit Quidditch? Die gewinnen doch gar nicht den... Moment. Gewinnen die den Quidditch-Pokal jetzt im 1. Lehr... Doch, tun sie, oder? Ich glaube im 1. Jahr. Im 2. dann ja auch und im 3. bestimmt auch, oder? Ich glaube im 3. nicht. Nicht? Irgendwann mal gewinnen sie den Pokal nicht, dachte ich. Na, im 4. fällt Quidditch ja komplett raus, weil... Ja. Trimagisches Turnier. Trimagisches Turnier. Da soll auf einmal keiner Quidditch mehr spielen. Also, auch wenn beim Trimagischen Turnier nur die jeweiligen Schultypis mitmachen dürfen und so, aber ja, ist schon okay. Ein ganz großes Event für alle. Also. Ja, ganz großes Event, wo man zuschauen kann. Oh, super. Hm, naja. Ja, Quidditch ist ja auch nicht anders. Da kann man auch nur zuschauen. Ja, außer wenn man nicht du bist mitspielt. Teil der Mannschaft. Ja. Ob sie dann gleichzeitig auch alle anderen Clubs abgesagt haben? Koboldstein und was auch immer. Nee, ihr dürft jetzt nicht, weil trimagisches Turnier. Wir wollten doch nur ein bisschen spielen. Trimagisches Turnier. Naja, beim trimagischen Turnier haben sie das Quidditch-Feld gebraucht. Für... In der letzten Aufgabe. Ja, genau. Aber mit dem... Naja, das haben sie ja auch erst dann im 2. Halbjahr gemacht. Das präpariert. Oder? Ich glaube, die haben das ganze Jahr gebraucht. Warum auch immer, weil ich glaube, so eine Hecke wachsen lassen ist jetzt nicht das Schwierigste für einen Zauberer. Das scheint eine ganz große Wissenschaft in jedem Fall zu sein. Gut, okay, worauf ich jedenfalls irgendwie hinaus wollte, ich hatte so im Hinterkopf irgendwie das Wood, der war ja immer irgendwie so die Instanz in der Quidditch-Mannschaft, die es am meisten wollte, hatte ich immer so einen Eindruck. Ja. Er wurde ja auch immer so als beschrieben als derjenige, der total besessen war. Von der ganzen Trainer, Geschichte. Der da den großen Hampelmann macht und alle anderen denken sich, warum? Ja. Schon wieder, ist nass, kalt. So viel Training, sei doch mal, halt doch mal die Klappe. Ja. Gut, aber okay. Aber wenn er dann sowieso ab Harrys Eintreffen dann immer jedes Jahr den Quidditch-Pokal gewonnen hat, aber na gut, okay. Sei es drum. Er hatte jedenfalls Bock drauf. So, nein, also wir lernen jetzt Wood kennen. Wood, also ein Fünftklässler. Er ist Captain der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor. Und Professor McGonagall führt jetzt also Wood und Harry in ein leerstehendes Klassenzimmer, vertreibt nebenbei noch Peeves, weil sie das einfach so kann und er einfach so Respekt vor ihr hat, ist schon in Ordnung. Und dann steckt Professor McGonagall, also dem guten Wood, dass Harry ein absolutes Naturtalent sei. Ohne Frage. Sie hat so etwas noch nie gesehen.
Er sei mindestens so gut wie Charlie Weasley. Der auch sehr cool war, offensichtlich. Ja. Und ja. Dementsprechend, Harry soll jetzt in Zukunft der Sucher der Quidditch-Mannschaft von Gryffindor sein. Obwohl er Erstklässler ist, obwohl er quasi irgendwie eine Schulregel gebrochen hat und so. Schlussendlich hatte das alles einen sehr guten Ausgang für Harry, der jetzt also Teil der Quidditch-Mannschaft ist. Punkt. Jo. Ne? Irgendwie so. Es wurde ja auch irgendwann mal gesagt, dass McGonagall ein ganz großer Quidditch-Fan ist und ich glaube, sie ist genauso froh wie Wood, dass Potter, also dass Harry jetzt quasi da ist. Ja. Ich habe jetzt so im Nachhinein für mich überlegt, ob mir das Ganze irgendwie zu glatt geht oder so. Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Also, okay, im Film wird es irgendwie so gezeigt, dass Harry, glaube ich, ganz haarscharf knapp an ihrem Fenster vorbeifliegt oder so. Ja. Und ab dem Moment hat sie es dann mitbekommen, dass er wohl irgendwie ein bisschen was drauf zu haben scheint. Mhm. Ich frage mich halt, na gut, es wird hier im Buch nie erwähnt oder irgendwie sowas, ab welchem Zeitpunkt sie überhaupt zugeguckt hat und so weiter und so fort. Vielleicht, weil sie jetzt im Nebensatz dann auch so erwähnt, dass auch Harrys Vater eine große Begabung für Quidditch hatte. Ich frage mich halt, ob dann eventuell tatsächlich, ob sie auch ein gesteigertes Interesse irgendwie an diesem Quidditch-Training hatte und vielleicht die ganze Zeit auch zugeguckt hat, weißt du? Um mal zu gucken, was Harry eventuell so drauf hat. Ja gut, kann man auch schon. Weiß man jetzt halt nicht, ist so ein bisschen spekulativ, aber ich hätte es mir halt irgendwie vorstellen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass da die gerade am Anfang irgendjemand schon immer zumindest ein Auge auf Harry hatte, weil es ist Harry Potter. Der Junge, der zweimal überlebt hat. Der auch die erste Quidditch-Stunde überlebt hat. Ja. Kann er sich auch in seine Vita schreiben. Aber gut. Ja, nee, also wenn wir auch davon ausgehen, dass sie ein großer Quidditch-Fan ist und so weiter und so fort. Vielleicht hat sie tatsächlich ein gesteigertes Interesse. Was dem entgegenspricht oder was dem widerspricht, ist die Tatsache, dass Malfoy ja scheinbar im Nachhinein überhaupt nicht bestraft wurde für die Aktion. Ja, also weil scheinbar, wenn sie Harry hat fliegen sehen, dann müsste sie auch Malfoy gesehen haben. Richtig, genau. Aber okay. In dem Zusammenhang ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Na gut, vielleicht wäre es dann schwierig gewesen, Malfoy zu bestrafen. Weil geflogen sind ja nun mal beide, was für beide nicht erlaubt war. Hm. Und nur weil sie jetzt gesehen hat, dass Harry gut fliegen kann, bekommt Harry eine Belobigung und Draco fliegt jetzt nicht so gut, wird bestraft. Also das ist so ein bisschen, kannst du vielleicht auch nicht machen. Das ist ja dann vielleicht so ein bisschen das Problem dabei. Deswegen hat sich so unter den Teppich gekehren lassen oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht genau. Hm. Ach ja, gut. Das war jedenfalls die wunderbare Quidditch-Stunde also. Und Harry ist jetzt der jüngste Sucher des Hauses Gryffindor seit so und so vielen 100 Jahren. Ich glaube 100 Jahre, oder? Ja, irgendwie so. Seit mindestens einem Jahrhundert. Mindestens. Steht hier. Das heißt, diese Regel mit Erstklässler dürfen nicht in die Mannschaft, die gibt es dann eigentlich auch erst seit 100 Jahren oder so. Ja, vielleicht war das auch wieder so ein Wunderjunge Kind. Der dann allerdings, der tragisch beim Quidditch verstorben ist. Weshalb sie sich dann gesagt haben, okay, ist vielleicht eine doofe Idee mit Erstklässlern. Ist es tatsächlich so? Nein, keine Ahnung. Ich meine, ich könnte es dem Spiel zutrauen, weil das ist schon sehr brutal, was da. Ja, also theoretisch, es wäre es nicht von der Hand zu weisen, dass diese Theorie vielleicht stimmt oder so. Keine Ahnung. Ja. Gut. Wir haben jetzt noch rund 10 Seiten des Kapitels vor uns. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle eine kleine Pause. Yes. Yay. Dann können wir unsere Daten sichern und so und dann geht das ganz bestimmt ganz bald, also für euch jetzt gleich sowieso weiter und so. Ihr werdet nichts merken von der Pause. Richtig. Dementsprechend, Cut. Okay, so, da sind wir wieder. Welcome back.
Für euch hat es nur eine Sekunde gedauert. Für uns war es eine ganze Woche. Okay, ja, gut. Macht nix. Wir sind natürlich voll drin im Kapitel. Glaube ich. Mittendrin statt nur dabei. Mittendrin statt nur dabei. Wir hatten, ja. Eigentlich hatten wir ziemlich genau bei der Hälfte aufgehört. Ja. Und beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass Harry auf übernatürliche Art und Weise extrem gut fliegen kann. Es liegt ihm quasi im Blut. Weshalb er auf übernatürliche Art und Weise nicht von der Schule geworfen wird. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall, oh mein Gott. Schauen wir hier etwa dem Protagonisten einer Buchreihe zu? Ich weiß ja nicht genau. Ich meine, das Buch heißt Harry Potter, man hätte drauf kommen können. Die Anzeichen verdichten sich jetzt aber zunehmend. Ja. Also, dieser Harry Potter, der scheint noch wichtig zu werden. Ich glaube, ich weiß, wer der Protagonist ist. Gut, okay. Ja. Nachdem wir das jetzt also abgefrühstückt haben, nähern wir uns nicht dem Frühstück. Ach nein, die sitzen jetzt beim Abendessen. Cool. So, also, Tag ist gelaufen. Harry hat jetzt erfahren, also von Professor McGonagall, dass er zukünftig als Sucher für die Quidditch-Hausmannschaft von Gryffindor auflaufen darf. Auffliegen. Auffliegen darf. Ja. Er darf sich mutterflockig in die Lüfte erheben und tollkühne Tricks zeigen und hoffentlich nicht sterben. Der wäre am besten, ja. Passiert auch nur noch selten bei Quidditch, glaube ich. Die Sicherheitsvorkehrungen sind ja immer besser geworden im Laufe der Jahre. Passt schon. Jo. Macht sich auch keiner Gedanken darüber. Ich meine, ungesichert auf einem Besen, 20 Meter in der Luft. Was soll schon schief gehen? Also, aber ist okay. Bei Wind und Wetter. Bei Wind und Wetter, bei wild gewordenen Klatschern. Ja. Bei Treibern, die einen riesigen Baseballschläger in der Hand haben und damit so richtig schön drauf losknüppeln können. Bei verfeindeten Hausmannschaften, die nichts lieber tun würden, als sich gegenseitig irgendwelche Knochen zu brechen. Das klingt nach einer Menge Spaß. Ja. Yeah. Also ich würde mich ja wahrscheinlich dann doch eher für den Koboldstein-Club begeistern. Ja. Aber, naja, gut, okay. Jeder wie er will. Also, Harry sitzt jetzt mit Ron zusammen und es soll noch ein bisschen geheim gehalten werden, glaube ich, dass er Sucher sein darf, ne? Also das soll jetzt noch nicht die große Runde machen, erst nächste Woche, wenn das richtige Training losgeht und so. Da soll das erst bekannt werden, aber so für den Moment erstmal, okay, top secret. Und Harry erzählt es halt nur Ron, weil Ron sein allerbester Freund ist. Und die beiden sind total begeistert von dieser Tatsache. Oh ja, oh Harry, du wirst Sucher, aber Erstklässler dürfen doch nicht. Und du bist der jüngste Sucher seit mindestens einem Jahrhundert. Mindestens seit einem Jahrhundert, ja. Mindestens. Genau weiß man es nicht, weil setzenweise schreiben Zauberer alles Mögliche auf, aber nur das anscheinend nicht. Sie führen keine Statistik darüber. Ich weiß es nicht. Was wäre das Sport? Die Sportabteilung im Tagespropheten? Kümmert sich die Sportabteilung im Tagespropheten? Wird im Tagespropheten über den Schulsport von Hogwarts berichtet? Also so als Randnotiz irgendwie. Ach übrigens, Gryffindor hat gegen Hufflepuff 210-80 gewonnen oder so. Also nicht, dass man wüsste. Und es war ja auch nie irgendwie ein Sportreporter dabei bei den Spielen. Stimmt. Also ist ja irgendwie tatsächlich eher eine schulinterne Sache. Also so von außerhalb, nicht mal Familien oder so. Das sollte man eigentlich annehmen, oder? Weil, ich meine, diese Quidditch-Geschichte, das ist doch schon ein gewisses Ereignis in der Schule. So stelle ich mir das vor. Da könnte man doch dann eigentlich auch sagen, ach ja, na gut, laden wir doch die Eltern auch zu so einem tollen Tag ein. Wenn es dann sowieso so ein klasse Spiel gibt. Oder? Könnte man. Hätte man machen können. Wurde aber nicht gemacht. Gut. Ja. Dann halt nicht. Vertane Chance, aber egal. Gut, dann ist also nur schulinternes Blabla. Okay, ein bisschen hier Bälle hin und her werfen und Schnatz fangen, passt. Also, Harry darf jetzt in der nächsten Woche trainieren, Blabla, alles cool. Fred und George kommen in die Halle. Da. Sie haben wieder tolle Fred und George Abenteuer erlebt. Sie werden tolle Fred und George Abenteuer erleben. Ja, das auch. Das bewegte Leben von Fred und George, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, aber okay. Das Spin-off kommt in 10 Jahren. Oder auch nicht.
10 Jahren ist eine gute Zeitspanne. Mark my words. So. Naja, 2020 ist in 2 Jahren. Ja, das weißt du, 2030 wird das neue 2020. Ach so, okay. Ich bereite mich seelisch und moralisch schon mal drauf vor, aber egal. So, ja, Fred und George sind deshalb eine wichtige Nummer in dem ganzen Spiel, weil die sind auch in der Gryffindor-Hausmannschaft. Richtig. Und dürfen mit dem Besen fliegen. Und weil die Treiber sind, dürfen die auch mit den Klatschern klatschen. Ja. Klatschen. Ist vielleicht irgendwie der passende Job für sie oder so, keine Ahnung. Die haben sich ja irgendwie freiwillig dafür gemeldet anscheinend. Ja. Ich frage mich so ein bisschen, fliegen die mit ihren eigenen Besen oder haben die nur die Schulbesen zur Auswahl? Naja, dadurch, dass ich glaube, es wäre ihnen theoretisch erlaubt, mit ihren eigenen Besen zu fliegen. Aber weil sie mit Nachnamen Weasley heißen, glaube ich nicht, dass da wirklich viel monetäre Mittel vorhanden sind. Aber Besen haben sie ja zu Hause. Ja. Die konnten ja Quidditch spielen. Also das ist ja jetzt nicht so das Problem. Das ist aber wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich sind die Schulbesen noch besser als die Besen, die sie zu Hause haben. Vielleicht. Diese ganze... Ich greife jetzt vorweg, aber diese ganze Nimbus 2000-Thematik ist da in der Beziehung irgendwie ein bisschen komisch. Wer hat den Nimbus 2000 jetzt schlussendlich gesponsert? Ich glaube, McGonagall und Dumbledore könnten zusammengelegt haben. Aber das ist unfair. Ja, ist es. Also, okay, Professor McGonagall, Hauslehrerin von Gryffindor, von mir aus passt. Aber, na gut, Dumbledore wird da ja wohl nichts... Also, nein, das kann er nicht machen. Naja gut, dann McGonagall alleine. Ja, aber selbst das, ich meine, es wird nie erzählt, dass irgendeine andere Schulmannschaft irgendjemanden hätte, der mit dem Nimbus 2000 fliegt. Erst im nächsten Schuljahr werden die Slytherins dann von Malfoys Vater allesamt mit dem Nimbus 2001 ausgestattet. Ja. Wo ich mir auch so denke, der Typ hat irgendwie zu viel Geld. Ja, hat er. Aber okay, gut. Wenn sie, er hat ein großes Haus. Wenn es ihm so viel Spaß macht, ist schon in Ordnung. Genutzt hat es trotzdem nichts. Das ist ja das Tolle. Aber... Die werden den Nimbus 2001 dann vermutlich noch eine Weile weiter benutzt haben, ne? Ich denke. Irgendwie. Hätte sich vielleicht angeboten. Aber gut, okay. Wie gesagt, war jetzt vorweggegriffen. So, Fred und George sind total begeistert. Bla bla und so weiter. Wir sind auch Teil der Mannschaft und so weiter. Wir freuen uns schon. Harry, du bist bestimmt ganz toll. Viel Spaß und so. Und dann wird ja nebenbei noch so erwähnt, dass ihr bester Kumpel Lee Jordan glaubt, einen neuen Geheimgang entdeckt zu haben. Der aus der Schule herausführt. Glaubt er. Aber Fred und George denken einfach nur, sie kennen den Geheimgang schon und das wäre einer, den sie schon in ihrer ersten Woche gefunden hätten. Die waren fleißig. In der ersten Woche. Während Harry in seiner ersten Woche quasi damit beschäftigt war, sich nicht zu verlaufen. Überwiegend war er dann beschäftigt, ja. Das war sein einziger Lebensinhalt. Aber okay. Ja, die erste Woche von Fred und George muss interessant gewesen sein. Irgendwie die ganze Zeit, wenn sie nicht gerade im Unterricht saßen, die werden irgendwie wahrscheinlich auch eine eigene Karte von Hogwarts sich so langsam erstellt haben. Schon direkt irgendwie, sie sind mit einem Plan in diese Schule gegangen, habe ich so den Eindruck. Also irgendwie so, okay Leute, jetzt sind wir in Hogwarts, alles klar. Jetzt erstmal jetzt hier, los. Jetzt wird erstmal grundlegend alles gescannt. Da wird erstmal geguckt, wo was ist und so und ja, wir stellen diese Schule quasi auf den Kopf. Finde ich aber gut. Also ich meine, die haben sich wenigstens ein richtiges Ziel gesetzt. Ich meine, Schule, Lernen, Büffeln, naja, das kannst du nebenbei machen. Erstmal hier komplettes Schulgebäude unter die Lupe nehmen und ein bisschen investigativ recherchieren. Jeden Stein beim Namen kennen. So ungefähr. Es kann nur vom Vorteil sein. Ja. Wie wir ja auch im Folgenden feststellen werden. Aber okay. So, weg mit Fred und George. Husch, husch, geht. Wir wollen essen. Ah, verdammt, da kommt ja noch jemand. Ja, wer kommt denn da? Oh, es ist Malfoy. Zusammen mit Crab und Goyle.
Naja. Die schon wieder. Malfoy, willst du, dass uns schlecht wird? Geh bitte weg. Ich will hier essen. Wir sind beim Essen. Unglaublich. Schämmig. Unglaublich. So, ja, Malfoy hat natürlich noch nichts mitbekommen von der ganzen Thematik. Bla bla, Harry, jüngster Sucher und so, was irgendwie ganz cool ist. Harry reibt es ihm noch nicht direkt unter die Nase. Aber lässt zumindest durchblicken, dass er scheinbar nicht von der Schule fliegt. Ne. So. Hast du nämlich gedacht. Du Blödmann. Aber egal. Ja, stattdessen eine Keilerei und so gibt's natürlich nicht, weil es ist in einer großen Halle, geht schlecht, überall Lehrer. Malfoy lässt jetzt an der Stelle dann aber irgendwie durchsickern, dass er nochmal so richtig Bock darauf hat, sich mit Harry zu messen. Denn er fragt ihn jetzt einfach mal so ganz frank und frei heraus, ob er nicht irgendwie Lust hätte, an einem Zaubererduell teilzunehmen. Ja. Das ist erstmal eine Ansage. Das klingt erstmal sehr stark und mächtig. Ja. Ich finde den Nachsatz ganz schön. Nur Zauberstäbe, kein Körperkontakt. gibt es da wirklich eine Unterteilung in Zauberrituellen? Also, keine Zauberstäbe, nur Körperkontakt? Ist es dann noch ein Zauberrituell? Eigentlich ja nicht. Wenn im ersten Moment dann erstmal so zauberstark wegwerfen und dann Fäuste hoch. Das ist die gute alte Schule. Das wäre dann einfach nur ein Duell. Das wäre einfach nur ein Duell oder es wäre einfach nur eine simple Prügelei. Aber okay. Ja, Harry hat natürlich noch nie von einem Zaubererduell gehört, aber zum Glück übernimmt Ron für ihn das Reden. Denn Ron sagt so, ja, Zaubererduell, klar, kennen wir. So, okay. Mach doch. Wer ist denn dein Sekundant, hä? Weil darum geht's wohl irgendwie auch. Beim Duell braucht man noch einen Sekundanten. Also Ron will der Sekundant sein von Harry und Malfoy sucht sich Crab aus. Und das ganze Fest soll jetzt also um Mitternacht starten und zwar im Pokalzimmer. Deswegen auch der Kapitelname. Ja, also. Duell um Mitternacht. Ja, stimmt. Wir sind jetzt endlich mal da angelangt. Ja. Was der? Hier, heißt es im Englischen auch so eigentlich, oder? Oh Gott. Kannst du es nachschauen? Ja, kann ich. Gib mir 2 Sekunden. Ja. Weil The Midnight Duel. Tatsächlich, ja? Ja. Okay. Weil theoretisch, na gut, wie hätte man sonst lernen können? Irgendwie erste Flugstunde oder so, was weiß ich. Das wäre langweilig. Geht so. Also. Eine wahnwitzige erste Flugstunde. Klingt dann nicht mehr langweilig. Das klingt so wie eine Überschrift, die ich in der 5. Klasse geschrieben habe. Das Buch ist auch für kleine Leser, hallo? Ja. Das ist ein Kinderbuch. Ich sollte niemals Literaturkritiker werden. Es wird doch eigentlich auch wirklich als Kinderbuch deklassiert, oder? Oder deklariert. Ja, als Kinder- und Jugendbuch. Ja, ein... mit der Zeit hat es sich mehr zu einem Jugendbuch entwickelt, finde ich. Also das erste Buch ist ja wirklich noch harmlos. Ja, der erste Film auch. Weitestgehend. Wenn man von etwaigen dreiköpfigen Hunden absieht und so. Oder von etwaigen Wesen, die sich von Einhornblut ernähren. Ja. Aber davon abgesehen, geht's eigentlich. Ja. Theoretisch. So, okay, wir schweifen ab. Also, Zaubererduell um Mitternacht. Okay, klingt cool. Treffen wir uns. Machen wir. Pokalzimmer. Ist immer offen. Ja, gut. Alles klar, machen wir. Tschö, Malfoy. Bis dann. Was ist ein Zaubererduell, Ron? Das kann ich mir so richtig vorstellen. Malfoy entschwebt gerade der Tür. Harry dreht sich um. Was ist ein Zaubererduell? Was zur Hölle? Wofür habe ich mich jetzt gerade angemeldet? Ron, sag doch, Hilfe, schnell. Okay, so. Was ist also ein Zaubererduell? Und was heißt es, ein Sekundant zu sein? So, ein Sekundant. Ist es nicht auch so bei normalen Duellen so? Ich kenne mich mit der Duellthematik nicht so wirklich aus. Das ist irgendwie, wenn ich das jetzt mal so romantisch verklärt betrachten darf, ja immer so eine Geschichte. Da denkt man, oder denke ich persönlich vor allem so irgendwie an irgendwelche
adlige Snobs, die dann irgendwie sich in ihre Ehre gekränkt fühlen und dann so den Handschuh werfen und dann so sagen, okay, wir treffen uns heute Nachmittag im Park zum Duell und so. Sie dürfen die Waffe bestimmen oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Also an sowas denke ich. Ich weiß nicht genau, ob das tatsächlich mit der Realität gleichzusetzen ist. Ich weiß, dass es früher sowas gab, also dass man auch wirklich dann mit seiner Pistole sich dann eben nachmittags im Park getroffen hat, was man halt so nachmittags in Parks macht. Und dann geguckt wurde, wer jetzt der Ehrenhaftere oder der Stärkere und Bessere ist. Und dann gab es auch eben, wie gesagt, Sekundanten, weil bei diesen Duellen, es kam nicht oft vor, aber dann sind dann trotzdem ein paar Leute einfach mal gestorben. Ja, was halt so passiert, wenn man mit geladenen Waffen hantiert. Ja, es ging ja auch immer darum, ob man auch wirklich trifft, ne? Ja. Weil aufeinander schießen und sich gegenseitig treffen sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. Und Sekundanten waren dann eben wirklich als Nachlassverwalter engagiert quasi, dass die sich eben um so Sachen wie Erbschaft und alles andere kümmern. Ich frage mich, wie oft dann im Nachhinein der Satz gefallen ist, das wollte ich nicht. Entschuldigung. Im Eifer des Gefechts. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Aber naja. Hans-Peter? Hans-Peter! Ja. Ja, in dem Zusammenhang, ich glaube, das ist gar nicht so lange her, da hatte ich irgendwie was gelesen, dass auch der frühere US-Präsident Abraham Lincoln wohl mal zu einem Duell herausgefordert wurde. Und als Waffe wurde da irgendwie Degen oder irgendwie sowas, eine lange Hiebwaffe jedenfalls irgendwie ausgewählt. Und ja. Als Ort, also du musst dir so vorstellen, also so, wie ich es gelesen habe, Abraham Lincoln war wohl ein relativ großgewachsener Mensch, der auch relativ lange Arme hatte. Und als Ort hatten die sich quasi so einen kleinen Fluss oder sowas halt ausgeguckt. Abraham Lincoln auf der einen Seite, der andere Typ auf der anderen Seite. Und dann haben die sich so über diesen Fluss hinweg halt versucht, mit diesen Hiebwaffen irgendwie zu verletzen. Was für Lincoln sehr einfach war, weil er einfach sehr lange Arme hatte und der andere Typ halt nicht. Deswegen haben die da irgendwie so 2-3 Minuten rumgefuddelt und dann hat der andere so gesagt, okay, du hast gewonnen offensichtlich. Das macht so keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob die Geschichte so wahr ist, aber ich habe es so gelesen. Ich stelle mir das gerade wirklich vor, wieder so. Ich treffe dich. Bleib stehen. Das ist irgendwie, die Vorstellung ist süß. Ja. Aber nun gut. Okay. Duelle können also scheinbar auch so ausgehen. Naja. Ist irgendwie niedlich, aber gut. Ich wäre nebendran gestanden und hätte mich kaputt gelacht. Okay. So, also, ja, Ron erklärt dann jetzt, was ein Sekundant ist, aber haben wir jetzt gehört. Zaubererduell. Was passiert jetzt beim Zaubererduell? Also, Zauberer stehen sich gegenüber mit dem Zauberstab in der Hand und dann sagen die sowas wie... Zeit für ein Duell. Ja, genau, genau das sagen sie. Und dann im nächsten Moment packen sie ihre Yu-Gi-Oh! Karten aus. Genau. Ich habe Exodia! Nein! Oh nein! Okay, gut. Interessantes Crossover. Okay. Harry hat leider noch keine Yu-Gi-Oh!-Karten sammeln können. Er hat eine Schokofrosch-Karten. Ich habe Dumbledore! Zack. So, okay. Oh nein, nicht Dumbledore! Ich spiele Merlin im Angriffsmodus. Ich spiele Merlin im Angriffsmodus, ja. Oh mein Gott, er hat 3000 Angriffspunkte. Okay. Schön. Sowas sollte es mal geben. Dann finde ich Yu-Gi-Oh! Mal wieder interessant und spannend. Aber naja. Ja, also, Zauberer mit Zauberstäben. Die, im Normalfall würden die sich natürlich so richtig schön mit Flüchen und dergleichen behaken, was man halt so zur Verfügung hat. Im Fall von zwei Erstklässlern wie Harry und Malfoy wird es wahrscheinlich eher so aussehen, meint Ron, dass die beiden sich mit Funken besprühen und da ansonsten nicht viel passiert.
Was sehr witzig Ist das wäre. eine realistische Einschätzung? Ich meine, okay, wie lange? Die sind jetzt 2 Wochen oder so, glaube ich, ne? In der Schule. Es, ja. Also im Wesentlichen, die haben wirklich noch nichts gelernt. Wenn man jetzt nicht unbedingt davon ausgeht, dass Malfoy vielleicht zu Hause tatsächlich das ein oder andere Mal aufgeschnappt hat. Avada Kedavra. Womit man halt so anfängt. Aber okay. Ja, nee. Wahrscheinlich ist ein realistisches Bild. Okay. Also, das war einfach nur also irgendwie Geblubber von Malfoy? Irgendwie komisch. Zaubererduell. Wir beide können nicht zaubern. Was soll da aber großartig rauskommen? Naja. Egal, machen wir Ja, trotzdem. Harry denkt nicht weiter drüber nach. Er findet es trotzdem irgendwie, das ist eine gute Idee. Jo. Kann man mal machen. Klingt logisch. Das ist irgendwie so wahrscheinlich ein Hauch von Jungenehre oder so. Denn im nächsten Moment kommt die Ja. Stimme der Vernunft in Form einer weiblichen Person daher. So, und diese weibliche Person hört auf den Namen Hermine Granger. Haben wir schon mal von gehört. Das ist jetzt eigentlich nach der Schulzugszene mit Neville der erste größere Auftritt von Hermine, ne? Kann man so sagen. Ja, Ansonsten wird sie immer nur ich so muss mal ganz beiläufig kurz. erwähnt, dass sie unheimlich nervt. Aber ansonsten, na gut, okay. Jetzt darf sie auch tatsächlich mal wieder ein bisschen sprechen. Also, sie hat das Ganze mitgehört und sie findet das ist jetzt nicht so eine dolle Idee. So mit Mitternachts rausschleichen und so, weil das ist ja nicht nur so, dass die beiden sich vermutlich vollkommen unerlaubterweise duellieren, sondern das Ganze findet mitten in der Nacht statt, wo Schüler schon mal überhaupt gar nicht mehr draußen unterwegs sein dürfen. Und wenn sie erwischt werden, dann gibt es jede Menge Ärger, jede Menge Punktabzug und eventuellen Schulverweis. Harry kennt sich ja mit eventuellen Schulverweisen mittlerweile aus. Ja, also. Er findet offensichtlich auch nicht, dass er seine Glückssträhne am heutigen Tag schon überstrapaziert hat. Er hat Blut Er hat Blut geleckt. geleckt, ja. Er Was? denkt sich so, okay, da kann ich noch einen draufsetzen. Da geht noch was. Mal gucken, wann sie mich wirklich Ja, man muss ja so ein bisschen die Grenzen ausloten. Ach, jetzt wollt ihr mich wirklich rausschmeißen? Aber die ganzen Male davor hat's doch auch. Aber naja, das ist ganz schön inkonsequent von euch. Okay. Wollen Sie nicht noch mal ein Auge zudrücken? Ja, na gut. So, Ron ist genervt von Hermine, Harry ist genervt von Hermine und sie sagt die ganze Zeit bla bla und überhaupt und sowieso. Und die Situation wird aufgelöst mit Auf Wiedersehen. Okay. Weiter geht es. Szenenwechsel. Ein paar Stunden später. Wir befinden uns im Gryffindor-Turm. Im Schlafsaal der Jungs. Wo nicht viel passiert. Ja, Ja. Dean und Seamus schlafen. Offensichtlich. Und Neville ist ja nach seiner tollen Kunstflugaktion immer noch im Krankenflügel. Ach so, ja, stimmt. Ja, Oder er ist noch nicht also er zurückgekehrt. müsste noch im Krankenflügel sein, so geht man davon aus. Ja. Blöd. Wie ist die ganze Geschichte dann weitergegangen? Weil, ich meine, okay, also Neville ist. Na. Gut, das können wir gleich thematisieren. Ja. Weil irgendwie, ich bin ein bisschen unglücklich, was das angeht. Aber okay. Wer kommt gleich dazu? So, also, nebenbei erfährt man, dass Ron und Harry sich ganz arg ausgetauscht haben über den heutigen Abend. Ron hat versucht, nämlich ihm Ratschläge zu erteilen. So vortreffliche Ratschläge wie, wenn er versucht, dich zu verfluchen, dann weich aus. Wow. Danke, Ron. Danke für diesen Tipp. Da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Okay. Gut, Ron. Ich mach so, wie du es sagst. Passt schon. Ist irgendwie süß, wenn man sich das jetzt so vor Augen führt. Insbesondere, wenn man bedenkt, was sie halt in späteren Schuljahren dann noch so machen werden, ne? Also so in Richtung DA, meinte ich jetzt. Ja. Wo sie dann ja richtig lernen, quasi sich zu verteidigen und so ein Kram. Ja, aber das gerade finde ich irgendwie so nett, weil es ist halt nicht wirklich Ja, das ist halt gefährlich. noch so unschuldig. So wie Ja. es bei kleinen Zauberer-Erstklässlern wahrscheinlich sein würde.
Die fabulieren irgendwie so ein ganz klein bisschen so, oh, Zauberer-Duell, ganz toll und so weiter. Und im Endeffekt können sie nicht mal piff-paff und so weiter. Also. Das ist ungefähr so, als wenn man einem kleinen Welpen zugucken würde, wie er, weiß nicht, mit anderen Welpen spielt. Ja. Irgendwie ist das total niedlich. Da möchte man dem Harry in die Wange kneifen. Putzi, putzi, putzi. Putzi, putzi, Harry. So. Okay. ja. Nebenbei macht sich Harry so ein bisschen Gedanken, dass sie eventuell von Filch oder Mrs. Norris erwischt werden. Aber was soll's? Malfoy ist wichtiger. Ja. Denn meine Ehre steht auf dem Spiel. Oder so ähnlich. Ja. Naja, okay, gut. So, 11:30. Ron, lass aufbrechen. Sie ziehen sich ihren besten Morgenmantel an. Wobei ich mich in dem Moment frage, ob man im Morgenmantel besonders gut kämpfen kann. Also. Naja, die haben ja ihre Pyjamas an und... Ja, aber... Ein bisschen kalt ist im Schloss wahrscheinlich schon. Ja, gut, aber anstatt dann im Pyjama und Morgenmantel rauszugehen, da hätte ich einfach wieder meine normalen Klamotten angezogen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich persönlich würde mir im Schlafanzug ein bisschen verletzlich vorkommen. Ja gut, aber so eine Jeanshose schützt dich halt nicht viel besser. Ja, aber so vom reinen Gefühl her, finde ich. Oder? Ein wahrer Krieger achtet nicht auf seine Kleidung. Im Schlafanzug geht man halt nicht vor die Tür, Punkt. So. Sie sind ja im Schloss, sie müssen ja nicht mal vor die Tür. Ja, na gut, okay. Offensichtlich habe ich als einzige Person jetzt ein Problem damit. Aber egal. Ich würde mich da sogar nackig hinstellen. Ja. Ja. Okay. Das wäre auch interessant. eine andere Art von Duell. Ich hätte einen Überraschungsvorteil. Ja. Wenn Malfoy da nicht dann abgelenkt ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, gut. Aber die sind ja alle noch unschuldig und elf. Da gibt's noch nichts zu gucken. Also. Okay. Hoffe ich. Pubertät kommt erst später. Oh. Dann behaken sie sich wirklich mit ihren Zauberstäben. Ignorieren wir das. Ich warte schon die ganze Zeit, dass ich diesen Witz bringe. Ja, das ist toll. Gut. Also, so, hier. Raus. Endlich. Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ist nicht mehr viel los. Okay, alle gehen, offensichtlich auch die älteren Schüler, die gehen einfach mal schon vor Mitternacht ins Bett. Weil sind gute Schüler. Gute Sechst- und Siebtklässler, die bestimmt nichts zu tun haben und so. Und die bestimmt keine Lust haben, im Gemeinschaftsraum noch länger rumzuhängen. Ja, ja. Na gut. Gryffindors halt. Nee, irgendwann ist ja dann ja auch Sperrstunde, hätte ich fast gesagt. Wie nennt man das? Ruhezeit? Oder so? Ja, aber meinst du nicht, dass man dann trotzdem so ab 10 dann, wenn man ganz ruhig ist und so, dann im Gemeinschaftsraum noch ein bisschen abhängen kann? Wir haben Percy als Vertrauensschüler. Ich glaube nicht, dass er das durchgehen lassen würde. Ach so, mit eiserner Hand zieht er sein Percy-Regime durch. Yes. Okay. Diktator auf Lebenszeit. Ja. Immer wieder dieser Percy. Früh übt sich, ja. Okay. Wer der nächste Zauberer, Diktator, Minister werden will. ja, okay. So, also, lalala, Gemeinschaftsraum, dubdi-dubdi-dub. Oh, alles so dunkel hier, naja, cool. Na gut, dann gehen wir mal durch das Loch hier, Porträt, bla, raus. Oh mein Gott, eine Lampe geht an. Hermine. Die übrigens nicht nackt ist. Sie will sich ja auch nicht duellieren. Sie will sich nicht duellieren, genau. Okay, so. Hermine, was ist los? Warum bist denn du noch wach? Du sollst schlafen gehen. Wäre irgendwie schön. Hermine ist sauer. Hermine ist stinkig. Hermine denkt, dass es keine gute Idee ist, dass sie tatsächlich jetzt rausgehen und ein Duell abhalten wollen. Und sie hätte fast Percy Bescheid gesagt. Aber nur fast. Also, das ist so ein bisschen... weiß ich nicht genau. Warum hat sie gezögert? Weil von all dem, was wir bisher von Hermine kennengelernt haben, eigentlich wäre der nächste logische, nachvollziehbare Schritt doch gewesen, dass sie wirklich zu Percy rennt, oder? Naja, vielleicht ist so Hermine der Überzeugung, dass
ihre Mitschüler, allen voran Harry und Ron, vielleicht nicht so dumm sind, wie sie vorgeben zu meinen. Und dann, weil ich doch in ihren Verstand appellieren will, was auch immer. Ich glaube eher, dass es ein bisschen was mit ihrem Standing eventuell zu tun hat. Und auch wenn sie eine unheimliche Besserwisserin ist und so weiter und so fort, irgendwie, ich glaube, in ihrer tiefsten Seele weiß sie das irgendwie auch. Und vielleicht, ja. Weißt du, was ich meine? Sie wollte halt nicht noch zusätzlich irgendwie Stress für sich verursachen. Weil wenn sie Harry und Ron verpfiffen hätte, dann wären Harry und Ron auch nochmal extrem sauer auf sie gewesen, einfach. Und das hätte sich dann vielleicht auch Ich irgendwie meine, rumgesprochen, so nach dem Motto, Hermine sind voll die olle Petze und so, Spielverderberin, ja. Spaßverderberin, irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, das kann einer Erstklässlerin verhältnismäßig nahe gehen. Ich meine, man merkt ja auch später, dass Hermine sehr sensibel ist, gerade was ihre eigene Person angeht. Ich meine, sie kann sich zwar irgendwo von anderen absetzen, sie hat ihre eigenen Gedanken, Vorstellungen, Wünsche, Ziele. Möchte sich aber nicht von allen anderen abkapseln. Vor allem auch, sie ist als Freundin schon sehr toll und sehr loyal und sie weiß auch, dass andere sich eventuell auf sie verlassen könnten. Und sie will das halt nicht kaputt machen. Ja, wenn andere Leute sie erstmal mögen würden. Ist ja momentan anscheinend, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist es noch ein bisschen schwierig. Eventuell macht sie sich da auch so ein bisschen Gedanken drüber. Irgendwie ist sie schon 2 Wochen da und vielleicht kann sie auch im Mädchenschlafsaal, man lernt ja nichts darüber kennen. Also keine Ahnung, wie sie da connecten kann. Ob sie mit Lavender Brown Kuchenrezepte austauscht oder so, ich weiß es nicht. Genau das wird sie tun. Was Mädchen halt so machen, was weißt du nicht? Ja. Gut. Spoiler. Nein, das tun sie nicht. Okay. Erzähl mir mehr. Nein. Ein Ein andermal. andern Mal. Okay, gut. Ja. Wir machen eine Wir Sonderfolge. machen eine Sonderfolge. Okay. Gut. Nein. Nein. Hermine. So, okay. Hermine, du nervst. Geh weg. Wir müssen jetzt Jungsdinge machen. Los. So, also Porträt zur Seite schieben, durchs Loch, bla bla. Hermine kommt keifend hinterher und sagt so, bla bla, ihr verliert alle Punkte, bla bla, und ihr schert euch überhaupt nicht im Gryffindor und ihr seid voll doof und überhaupt und sowieso und überhaupt und bla. Sie gehen also durch das Loch. Und Hermine läuft noch eine Zeit hinterher. Und irgendwann hat sie die Schnauze Und voll, will zurück. dreht sich um und sagt: Ja, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, bla. Und dann stellt sie fest, sie kann nicht zurück. Ja, so ein Pech aber auch. Denn das Porträt der fetten Ja. Dame ist auf einmal verlassen. Also dementsprechend, es war kein Dü-dü. Problem, von drinnen rauszugehen, aber von draußen Ja. reinzukommen, ist blöd, weil das Porträt hängt jetzt wieder vor dem Loch. Und da die fette Dame nicht da ist, ist niemand da, der das Passwort entgegennehmen kann. Und dementsprechend kommt man jetzt nicht wieder rein. Was eigentlich eine sehr doofe Mechanik ist, irgendwie. Ja. Auf der anderen Seite, okay, wenn wir mal ganz ehrlich sein wollen, der fetten Dame ist jetzt an der Stelle keine Schuld zu geben. Denn Schülern ist es Nee, verboten, wirklich um die nicht. Uhrzeit rauszugehen. Also Ja. dementsprechend, natürlich darf die fette Dame auch mal Feierabend machen und dann quasi ihre Freundinnen besuchen oder so. Was man Richtig. als wandelndes Porträt halt so macht. Ich habe gerade nur so überlegt, dass es ein bisschen dämlich ist, dass man halt rausgehen kann, aber nicht wieder reinkommt. Aber dann auf der anderen Seite, es ist vielleicht doch ganz okay, dass es so ist, wie es so ist. Also ich persönlich würde ein bisschen Panik bekommen, wenn sie tatsächlich komplett abschließen würden. Ich Ja. würde mir dann irgendwie eingesperrt vorkommen. Ja, das ist mir dann im Nachhinein auch Weil zumindest aufgefallen. sowas Ähnliches wie Notausgang sollte man vielleicht zur Verfügung stellen. Insbesondere bei 100 Schülern in einem Gemeinschaftsraum, also insgesamt jahrgangsübergreifend oder so. Allesamt mit Zauberstäben bewaffnet. Und mindestens 90% davon wissen wahrscheinlich, wie man Dinge in Flammen setzt oder so.
Ich wollte auch gerade so sagen, es ist ein offener Kamin da drin. Ja, also vielleicht ist es deswegen ganz gut, dass man auch tatsächlich wieder rauskommt. Wenn es Okay. denn die Lage erfordert. Ich bin Die überzeugt. heutige Lage hat es nicht unbedingt erfordert, aber naja. So, ja, also. Hermine kommt nicht mehr rein. Doof. Aber das ist ihr Problem, sagt Ron. Wir müssen ja Richtig, weiter. Harry und Ron, die haben ja eine Mission, ein Ziel. Ja. Die müssen ja wohin. Ist ja wichtig. So, also dementsprechend, tschüss Hermine, wir gehen dann. Trapp, trapp, Moment, sagt trapp. Hermine. Stop! Ich komme mit. Okay, Hermine schließt sich der Party an. Dö, 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 dö. Okay, so. Aus dem Zweier gespannt wird ein Und Dreier alle. gespannt. Und alle so, ach Och nö. nö, Menno. Okay, gut. Ja, ja, sie kommt jetzt also mit, weil sie keine Lust hat, alleine vor dem Porträt zu hocken und zu warten, bis die fette Dame irgendwann wiederkommt. Weil wäre ja auch doof, weil dann wird sie unterm Strich dann vielleicht noch erwischt, während sie da die ganze Zeit sitzt und so. Und wenn dann kein anderer da ist, ja, was soll sie denn dann erzählen? Deswegen geht sie lieber mit Harry und Ron mit, damit die beiden dann sagen können, wenn sie erwischt werden, dass Hermine mit all dem überhaupt nichts zu tun hat. Was sie auch garantiert sagen Was werden. sie garantiert sagen werden. Und damit kann die Situation für Hermine einigermaßen zufriedenstellend aufgelöst werden. Ein interessanter Plan, Hermine. Interessant. Na Ja, gut. in der Theorie In der gut. Theorie. Aber was soll's. So, Harry und Ron sind natürlich unglaublich begeistert, aber sehr laut diskutieren können sie natürlich nicht, weil Filch und Mrs. Norris, die können ja tatsächlich überall unterwegs sein. Ich meine, es ist aber natürlich, Hogwarts ist ein riesengroßes Schloss. Und Filch und Mrs. Norris, okay, das sind zwei Charaktere, denen du nicht begegnen darfst. Die könnten überall sein jetzt um die Uhrzeit. So ein bisschen wie Pac-Man und mit den Geistern. Waka, 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 waka. Ja. Ja, irgendwie. Und ich meine, muss Filch nicht auch irgendwann mal schlafen? Macht er vielleicht tagsüber oder so? Ja, aber tagsüber ist er doch auch immer unterwegs und macht irgendwie Schüler an oder macht irgendwie dekoriert oder bla oder überhaupt und sowieso, oder? Oder macht sauber oder. Filch ist mir ein Rätsel. Naja, andererseits, wenn man sich im Film seine Augenringe anguckt, glaube ich fast schon, dass der sehr wenig schläft. Ja, vielleicht hat er auch irgendwie Einschlafprobleme oder so. Er ist perfekt für diesen Job. Sie können nicht schlafen? Oh, dann können Sie auch 16 Stunden am Tag arbeiten. Perfekt. Yay. Also, Sie sind eingestellt. Wir nehmen Sie. Gut. Ja, so hat er also den Job bekommen. Hätten wir diesen Kreis geschlossen? So, okay, also, bla bla bla. Diskutieren, diskutieren. Oh mein Gott, ich höre etwas. Ist es Mrs. Norris? Nein, es ist Neville. Hallo Neville? Neville. Neville, was machst du hier? Der arme Neville. Neville ist gestrandet Sie quasi. ist gestrandet, ja. An diesem einsamen Gryffindor-Strand. Ja, er hat gesagt, dass, oder er sagt, dass er so, schon seit Stunden da ist und keiner gekommen ist oder sowas. Warum auch Ja, immer. also diese ganze, Und er hat das Passwort diese vergessen. ganze Rekonstruktion der Ereignisse. Diese Flugstunde fand am Nachmittag statt. Direkt am Anfang hat sich Neville das Handgelenk gebrochen. Madame Hooch hat ihn netterweise in den Krankenflügel gebracht. Jetzt wird hier erwähnt, dass Madame Pomfrey, die Krankenschwester des Krankenflügels, die Heilerin des Hauses, Ja. Dass Madame Pomfrey innerhalb von einer Minute das alles wieder gerichtet hat. Das heißt, wir haben dann immer noch frühen Nachmittag. Ja. Was ist dann passiert? Also, Neville wurde dann entlassen und durfte dann gehen und dann hat er sich. Dann war es ja.
Es war dann spätestens, sagen wir mal, 5 Uhr nachmittags. Die einfachste Erklärung wäre wahrscheinlich einfach, er hat sich verlaufen. Das gibt er jetzt hier nicht unmittelbar zu oder so, aber wahrscheinlich wird es der Fall sein. Er wusste einfach nicht mehr, wie er zurückkommt. Und ist dann irgendwie durch das Schloss getappert. Mindestens fünf Stunden lang. Weil... Armer Neville. Ich glaube schon, dass... Ich halte es halt für sehr unwahrscheinlich, dass niemand, aber auch wirklich niemand, in der Nähe des Gryffindor-Turms unterwegs war. Der ihn hätte einsammeln können. Ja. Ja, armer Neville. Na gut. Ja. Seine Tarnung war zu perfekt. Er war genauso angezogen wie der Wandteppich, neben dem er stand. Keiner hat Notiz von ihm genommen. Ach Gott. Ein perfekter Ninja. Eine kleine Sache nur, bei der ich noch ein bisschen stutzig geworden bin. Also es wurde gesagt, das Handgelenk ist gebrochen, ne? Ja. Für mich heißt das dann in dem Moment eigentlich auch, dass irgendwie der Knochen wieder zusammenwachsen muss. Ja. Das ist dann jetzt aber trotzdem dann aus medizinischer Sicht in der Harry Potter Welt ein anderer Vorgang als das Knochennachwachsen von Harry in Band 2? Oder wie? Weil in Band 2, alle seine Knochen wurden aus seinem Arm entfernt, er hatte nur noch einen Gummiarm, er musste dann Skelewachs schlürfen und die ganze Nacht hat das gedauert, bis dann alle Knochen nachgewachsen waren. Ja gut. Jetzt ist natürlich ein ganzer Arm was anderes, als wenn nur einfach das Handgelenk vielleicht angeknackst ist oder wie auch immer. Aber trotzdem. Das ist ja auch was anderes, wenn du Material, das nicht mehr vorhanden ist, wieder neu nachwachsen lassen musst. Oder einfach nur zwei Teile, die auseinandergebrochen sind, wieder zusammenflicken muss. Okay, na gut. Ich weiß nicht, ich bin medizinisch wirklich nicht sehr bewandert, aber ich glaube schon, dass es ein bisschen einfacher geht. Ja. Ja, vielleicht. Im Wesentlichen, okay, ursprünglich, als Harry sich im Band 2 verletzt hatte, da war er runtergefallen vom Besen oder so. Weiß ich mir genau. Ja, irgendwie so. Nee, er hat einen Klatscher am Arm bekommen. Ach, der Klatscher hat ihn am Arm getroffen. Okay. Genau. Dann war sein Arm ja auch gebrochen. Irgendwo, keine Ahnung. Ja. Und als sie dann Harry zu Madame Pomfrey gebracht hatten, hatte sie ja auch zuerst geschimpft, so nach dem Motto, das hätte ich in einer Minute, glaube ich, heilen können oder so. Aber jetzt, wo gar keine Knochen mehr vorhanden sind, na gut, dann müssen wir es halt anders machen. Also, na gut, okay. Es ist also konsequent. Danke, JK, du hast aufgepasst. Das ist so ein Detail, das wäre mir niemals aufgefallen, wenn du es nicht angesprochen hättest. Ja. Gekonnt ist eben gekonnt. So. Ja. Nach diesem uninteressanten Exkurs haben wir jetzt also Neville. Auch in der Party. Okay, so. Es werden langsam ein paar viele. Ja. Wollen wir die anderen auch noch wach machen? Komm, wir machen hier eine Gryffindor-Party draußen. Ist alles okay. Wupp, wupp, wupp. Okay. Wir tanzen die ganze Nacht. Hier. Neville kommt jetzt also mit. Ron ist extrem sauer auf Hermine und Neville. Und, jetzt rennen sie, also, beziehungsweise sie gehen gemächlich. Sie schleichen. Vorsichtig. Durch die Gänge des Schlosses, was unheimlich unheimlich sein muss. Stelle ich mir zumindest so vor, wird in Filmen eigentlich immer so dargestellt. Jetzt hier ist nicht wirklich die Rede davon. Aber allein wie die Szenerie hier beschrieben wird, so mit Mond, Lichtstreifen durch hohe Fenster und... Ich meine, man muss sich ja wirklich im ganzen Schloss dann auch unglaublich ruhig vorstellen und so. Und die ganze Zeit hast du die Befürchtung, dass du eventuell von irgendeinem Lehrer oder Hausmeister erwischt wirst oder irgendwie sowas in der Art. Also eigentlich. Und gerade in diesen großen Gängen, die dann eben auch im Film gezeigt werden, und ich glaube schon, dass da die Decken sehr hoch sind, wenn da irgendein kleines Geräusch ist, das hallt hier durch den ganzen Gang. Und generell finde ich, allein, also nicht nur auf Hogwarts bezogen, irgendwie finde ich Schulgebäude bei Nacht sehr unheimlich. Ja. So ein klassisches Horror-Setting irgendwie.
Aus welchen Gründen auch immer, weil es Schwachsinn ist. Also, ich meine, das Schulgebäude an sich tut ja nichts. Du bist den ganzen Tag darin eingesperrt. Ne, wir waren auch, ich glaube in der 5. Klasse oder so, am Ende, haben wir mal in der Schule übernachtet. So als Klassending kennenlernen, was weiß ich. War eine super Idee. Das Schlimme war, dass unser Klassenzimmer und die Toiletten sehr weit auseinander lagen. Und ich glaube, es war damals sogar noch so, dass es im ganz anderen Stock war. Also man musste einmal die Treppe runtergehen. Und das war nachts sehr, 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 sehr schrecklich. Ja, weil einfach diese vertraute Szenerie dann wahrscheinlich einfach, dadurch, dass es dann komplett dunkel ist, das hat dann irgendwie wahrscheinlich eine ganz andere Atmosphäre einfach. Das hat dann. Und zum anderen, war, du weißt, dass du im ganzen Gebäude alleine bist. Normalerweise laufen da halt so ein paar 200 Leute rum. Und jetzt bist du halt wirklich alleine. Du bist alleine. Oder? Oder war da hinten nicht dein Schatten? Oder du hoffst zumindest. Du hoffst, dass du alleine bist, ja. Okay. Bitte, lieber Massenmörder, lass mich aufs Klo gehen. Gut. Ich will doch nur meine Zähne putzen. Naja, gut. Okay, schön. Also, sie schaffen es aber unbeschadet ins Pokalzimmer. Das Pokalzimmer an sich, das ist ein Zimmer voller Pokale. Ach was. Ich wollte es nochmal erklären. Also, da stehen Pokale rum. Gut. Malfoy und Crabbe sind noch nicht da. Aber Pokale sind da. Ja. Ganz viele. Irgendwie. Deswegen ist es das Pokalzimmer. Also. Ja. Anscheinend hat das Pokalzimmer zwei Eingänge. Denn hier wird beschrieben irgendwie, dass die jetzt also in den Raum reingehen. Und dann die Türen auf beiden Seiten des Raumes im Auge behalten. Weil von irgendwoher muss der gute Malfoy ja dann mal kommen. Und wenn Harry den ersten richtigen Move startet und landet, dann kann er dieses Zaubererduell vielleicht mit Leichtigkeit gewinnen. Vielleicht. Obwohl, wäre wahrscheinlich ein bisschen feige. Dann einfach so, oh, ich bin Malfoy, ich mache jetzt die Tür auf. Avada Kedavra. Gut. Ups, war zu viel des Guten. Entschuldigung. Naja, auf der anderen Seite, dadurch, dass Harry sich dann halt im Raum befindet, hätte Malfoy den Vorteil, von außen angreifen zu können. Findest du? Dass der Angreifer von außen dann einen größeren Vorteil hätte als der Verteidiger von innen? Naja, je nachdem, wie der Raum aufgebaut ist. Richtig, wissen wir nicht. Also. Ja. Okay, denken wir nicht weiter drüber nach. So, Harry nimmt den Zauberstab jedenfalls in die Hand und wartet. Und wartet und wartet und wartet. Und wartet. Und wartet. Drei Tage später haben sie dann irgendwie festgestellt, dass Malfoy scheinbar nicht kommt. Was irgendwie doof ist. Also beziehungsweise die Befürchtung liegt halt nahe, dass er eventuell vielleicht gar nicht kommt. Vielleicht hat er ja Angst. Der große Malfoy hat er wohl Angst bekommen. Naja. So, und dann im nächsten Moment. Ein Geräusch im Zimmer nebenan. Ist es Malfoy? Nein, er ist es nicht. Denn man hört jetzt ganz augenscheinlich die Stimme von Filch, der mit Mrs. Norris spricht. Und Mrs. Norris ist anscheinend eine super tolle Spürkatze. Denn er sagt ihr so, dass sie ein bisschen rumschnüffeln soll, um ihn darauf aufmerksam zu machen, ob hier irgendwo Schüler sind. Sie ist schon ein bisschen wie ein Hund, oder? Ist kein typisches Katzenverhalten. Aber naja. Nee. Okay, so. Sie hört ihm ja auch aufs Wort. Ja. Und die sind eingespieltes Team einfach auch so ein bisschen. Ich beneide die beiden ein bisschen. Die können total unabhängig voneinander in der Schule umherwandeln. Und immer wenn der jeweils eine irgendwas bemerkt, dann wird das dem anderen auf telepathische Art und Weise irgendwie mitgeteilt.
Also es wird ja so erzählt, wenn Mrs. Norris jemanden erspäht oder so, es dauert keine paar Sekunden und dann ist auch Filch schon in der Nähe und da. Es ist wie Magie. Von jemandem, der keine Magie einsetzen kann. Ja, das ist unglaublich. Aber es ist eine ganz eigene Magie, sehr spezielle Magie. Finde ich gut. Man muss sich nur zu helfen wissen in der Zaubererwelt. Okay. Problem. Malfoy kommt nicht, dafür Filch. Gut. Unsere Helden müssen abhauen. Und zwar ganz schnell durch die andere Tür, die von der Stimme von Filch wegführt. Und zum Glück schaffen die vier das auch irgendwie. Filch erspäht sie für den Moment nicht. Und dann geht alles irgendwie sehr schnell. Denn, unsere Helden wollen jetzt einfach nur noch abhauen und vermutlich Richtung Gryffindor-Turm. Und leider stellt sich Neville ein bisschen ungeschickt an. Er ist sehr ängstlich. Er ist sehr überfordert mit der Situation. Er will dort nicht sein. Und und er klammert sich an Ron und die beiden scheppern dann schließlich in eine Rüstung, die dort herumsteht. Ja. Warum stehen Rüstungen einfach so in Hogwarts rum? Weil es ein altes britisches Schloss ist und Rüstungen voll toll sind oder so. Wem gehörten diese Rüstungen? Alten Rittern. Die in Hogwarts gedient haben. Einer Schule seit 1000 Jahren. Ja, okay. Ich meine, ich dachte, das ist irgendwie so ein Klischee, dass in alten Schlössern irgendwelche Rüstungen rumstehen. Genau, das ist der Grund, warum J.K. die Rüstungen dahingestellt hat. Aber de facto, eigentlich ergibt es keinen Sinn. Nee. Wenn es eine Schule ist, wer soll denn die Rüstungen angezogen haben? Also, haben sich die Rüstungen dann importieren lassen oder so? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aus China. Sah gerade schön aus, war im Sonderangebot. Ja. 10 Rüstungen zum Preis von 15. Ja. Keine Ahnung. Genau so rum. So. Ja, na gut, okay. Da stehen also Rüstungen rum. Die scheppern ganz toll. Oh, klirr, klar, ploink. Krach, bumm. Krach, bumm, Ente. Ja. Hups. Entfernt es den Helden. Das war jetzt nicht so gut. Naja. Und Harry schreit, lauft. Ja. Mir wäre es lieber gewesen, flieht wenn... flieht ihr Narren. Mir wäre es lieber gewesen, wenn er gesagt hätte, Ron Neville stellt die Rüstung wieder auf. Aber ein Harry Potter, der schert sich nicht um in Dekorationen. Ein Harry Potter will einfach nur seine Haut retten. Und sie laufen, und sie laufen, und sie laufen, und sie laufen, und sie laufen ganz weit weg. Und Filch kommt nicht hinterher, so scheint es. Und sie rennen irgendwo hin. Sie haben keine Ahnung, wohin sie rennen. Sie rennen einfach irgendwo hin. Bla bla bla. Hier so, links, rechts, kreuz, quer. Treppe hoch, Treppe runter. Diagonal. Sie springen 10 Meter Abgründe hinüber, weg. Oder so. Keine Ahnung, denke ich mir jetzt aus. Sie rutschen irgendwelche Geländer herunter. Ja. Ja. Sie machen halt Kram. Sie laufen. So, und dann kommen sie irgendwo in der Nähe des Klassenzimmers von Zauberkunst raus und verschnaufen erstmal für einen kurzen Moment. Und Hermine gibt jetzt nochmal zu verstehen, dass sie die ganze Situation natürlich im Vorfeld total durchschaut hatte und so. Malfoy wollte sie ja nur reinlegen, bla bla bla, okay. Ja gut, hast halt recht gehabt, Hermine. Nutzt uns jetzt in der Situation auch nichts, aber danke. Für diesen glorreichen Einwand. Aber sie hatte recht. Ja. Ja, du hattest recht. Okay. Gut. Man sollte jungen Ehren nicht zu hoch hängen, offensichtlich. Aber egal. Pfeifen wir drauf. Okay. Sie gehen weiter, sie gehen weiter, sie gehen weiter. Und hoppla, da kommt ja noch ein Bekannter. Oh, hallo Peeves. Ja. Ja, das ist natürlich eine geisterhafte Person, der man unbedingt begegnen möchte in so einer Situation.
Hi Peeves. Hallo Erstklässler. Wir sind nur auf der Durchreise. Okay. So läuft es natürlich nicht ab. Peeves fände es eine super tolle Idee, wenn er Fisch Bescheid sagen sollte oder würde, dass er halt sie getroffen hat. Ja, aber im ersten Moment ist er wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen verdutzt und ein bisschen belustigt, glaube ich einfach, ja. Was die Situation angeht. Oh, Erstklässler, um die Uhrzeit. Na, eigentlich ist das ja nicht erlaubt. Dubdi-dub. Ron verliert leider die Nerven aufgrund des Gesprächs und schlägt nach Peeves, was eine unglaublich bescheuerte Idee ist. Das ist ein Geist. Ron, jetzt mal ernsthaft. Bist du sicher, dass du in der Zaubererwelt groß geworden bist? Oder bist du nicht doch vielleicht irgendwie adoptiert? Also, aber okay. Gut. Peeves findet das jedenfalls nicht lustig und macht jetzt ganz laut Meldung. Die vier bringen sich irgendwie in Sicherheit. Sie finden eine verschlossene Tür. Hermine öffnet diese Tür wagemutig mit dem Zauberspruch Alohomora. Lernen wir jetzt, glaube ich, das allererste Mal hier in diesem Buch kennen, ne? Ja. Wieder einmal wird einem so auf subtile Art und Weise verklickert, dass Hermine zaubertechnisch ziemlich begabt zu sein scheint. Denn sie kennt Zaubersprüche, die die Jungs nicht kennen. Richtig. Ja. So, also, die retten sich jetzt alle also in diesem Zimmer und schlagen die Tür hinter sich zu und schließen für sich selbst wieder ab und sie lauschen jetzt dem Gespräch, das draußen stattfindet. Denn Filch ist natürlich rechtzeitig wieder angelangt und unterhält sich jetzt ein bisschen mit Peeves. Und Filch fragt so, oh Peeves, wo sind die Schüler? Und Peeves sagt so, sag ich nicht. Und Filch sagt so, ach komm, los. Und Peeves sagt, sag bitte und bla bla und selbst als Filch dann schlussendlich bitte sagt, verarscht ihn natürlich einfach nur Peeves. Und wutentschnaubend gehen beide irgendwie, glaube ich, auseinander. Ja. Um es ganz kurz zusammenzufassen. Ich finde es von Peeves irgendwie toll, dass er halt nicht auf der Seite von irgendjemanden ist, sondern einfach alle als seine Versuchskaninchen ansieht, quasi. Ja. In der Situation war es für ihn einfach verlockender, Filch noch mal zusätzlich eins auszuwischen. Als jetzt einfach nur die Erstklässler zu verpfeifen. Das wäre einfach zu langweilig. Ja. Das ist nicht der Stil von Peeves. Nein, er muss, je mehr Trouble er verursachen kann, desto besser. Ist eine coole Situation. Ja. So. Okay. Unsere Helden haben es also geschafft. Peeves schwebt weg, Filch schwebt nicht weg, er geht weg. Und dann sind sie jetzt also in diesem Raum. Huh, wir sind in Sicherheit. Na, zum Glück sind wir hier reingegangen. Neville, was willst du denn von mir? Hör auf, an meinem Ärmel zu zupfen. Neville, was ist los? Ich drehe mich um. Oh mein Gott! Neville weiß, was los ist. Ja, Neville hat es im Endeffekt schon gesehen, kurz nachdem sie reingegangen sind. Aber er war irgendwie zu Stein erstarrt in dem Moment. Weil er es wahrscheinlich selber nicht fassen konnte, was da steht. So. Der Leser wird jetzt jedenfalls darüber aufgeklärt, dass sie nicht einfach in irgendein Zimmer gegangen wären. Nein. Sie befinden sich jetzt in einem gewissen Gang. In einem verbotenen Gang. Ja, dem ominösen verbotenen Gang des dritten Stockwerks. Und sie finden jetzt heraus, warum dieser Gang verboten war. Ja. Da steht nämlich, ja, da steht ein Hund. Da steht ein Hund auf dem Flur. Ja. Aber dieser Hund ist nicht einfach nur irgendein Hund. Dieser Hund ist zum einen sehr, sehr groß. Und er hat drei Köpfe. Ja. Das ist ein Cerberus. Yay. Es wird hier nicht so genannt, aber so würde ich klassischerweise einen dreiköpfigen Hund bezeichnen. Ein Cerberus. Ja. Der Hund ist aufgrund der unwillkommenen Gesellschaft, aufgrund der Tatsache, dass er plötzlich Gesellschaft hat, der Hund ist auch ein bisschen verwirrt und denkt sich so, oh mein Gott, was ist denn das Interessantes? Und er guckt erstmal nur
oder hat erstmal nur geguckt. Jetzt im nächsten Moment fällt ihm dann aber wahrscheinlich ein, warum er überhaupt da ist. Und ja, die drei Köpfe sind gewissermaßen geneigt, mal so zu probieren, was denn da jetzt in den Raum reingelaufen ist. Mit probieren meine ich, sie würden gerne Häppchen nehmen. Nom nom nom. Nom nom nom. Okay, so, Türklinke packen, zack, raus. So. Im Film selber wurde das ja irgendwie sehr, auch sehr dramatisch irgendwie, glaube ich, gezeigt. Ne? Und das war eine sehr knappe Situation. Ich frage mich, insbesondere im Film habe ich mich immer gefragt, wie sie es dann trotzdem noch geschafft haben, die Tür wieder anständig zuzubekommen. Weil, obwohl ich erinnere mich jetzt nicht mehr so 100%. Ging die von außen oder nach innen auf oder so? Nee, die ging nach innen auf. Also ja. Okay, na gut. Und er war dann einfach nur zu langsam und konnte seine Schnauze nicht mehr dazwischen schieben oder so. Also sie haben es dann jedenfalls geschafft, die Tür wieder zuzubekommen. Ja. Das war jedenfalls auch eine sehr imposante Stelle im Film. Wurde auch gut inszeniert. Also ja, der Hund sah auch einigermaßen okay aus, finde ich. Ja. Für, weiß nicht, heutzutage. Es war halt sehr dunkel, man konnte nicht viel von dem Hund sehen, aber oh, ja. Ja, keine Ahnung, heutzutage, ist auch ewig her, dass ich es gesehen habe, offen gesagt. Weiß nicht, ob man heutzutage über einen CGI-Hund meckern würde oder so, weil das alles so total doof aussieht, aber ja, ich weiß nicht. Ja. War okay für damals. Ja. Ist schon in Ordnung. Gut. Sie hauen ab. Sie hauen definitiv ab. Gut. Ja, in dem Moment hatten sie dann auch nicht wirklich Angst vor Filch übrigens. Was auch vielleicht Sinn ergibt. Denn, tot, Filch, tot. Naja, heute will ich vielleicht nicht sterben. Filch möchte sie nicht fressen, also. Ja. Filch möchte sie nur irgendwo aufhängen am Kerker. Aber. Jo. Auch dazu kommen wir wann anders vielleicht nochmal. bla bla. Sie rennen und sie landen dann ohne Filch, ohne Malfoy und ohne doppelten Boden irgendwie wieder im 7. Stock beim Porträt der fetten Dame, die glücklicherweise wieder da ist. Unsere Helden erhalten mit dem Passwort Schweineschnauze wieder Eintritt. Die fette Dame fragt zwar, wo seid ihr denn gewesen, aber das scheint irgendwie dann egal zu sein oder so. Ich weiß nicht genau. Müsste die fette Dame dann nicht auch Meldung machen eigentlich? Am nächsten Tag? Also würde es nicht Sinn ergeben, wenn Filch am nächsten Tag dann Richtung fette Dame geht und sie mal so fragt, du übrigens, wann hast du heute Nacht das letzte Mal Schüler reingelassen? Würde das dann nicht schon als Beweis irgendwie gelten, um Schüler zu bestrafen? Weiß nicht. Ich meine, es wäre logisch, weil sie könnte so ein Protokoll führen, von wegen, ja, hier 12 Uhr 36, 5 Schüler oder wie viel das denn jetzt sind unterwegs. Ja, ich finde, das sind jetzt einfach mal 5 Schüler. sie hat nicht richtig gezählt. Es war eine lange Nacht für sie. Sie hat vielleicht ein, zwei Gläser Wein bei ihren Freundinnen zu viel gekippt. wo kommen Sie denn her, ihr Schüler hier? Sind zwei Dutzend Schüler hier mitten in der Nacht. Warum? Ich kann das nicht verstehen. Aber gut. Okay. Es sind 4, oder? Es waren 4, ja. Ich sollte nicht den Job der fetten Dame übernehmen. Ist schon in Ordnung. So, genauso wie ich es gerade beschrieben habe, wird es sich zugetragen haben. Also, es wäre logisch, wenn die fette Dame noch so zusätzlich diesen Nebenjob hätte, aber scheinbar scheint es überhaupt nicht relevant zu sein oder so. Es gilt nur, ein Schüler kann man nur bestrafen, wenn er draußen unterwegs ist, wenn er auch wirklich von einem Lehrkörper oder von Filch persönlich erwischt wird. Ansonsten ist es nie passiert. Anscheinend. Ich finde, das ist eine gute Regelung. Also, man lässt dann quasi so ein gewisses Hintertürchen offen für
erkundungsfreudige Schüler. Fred und George. Richtig. Man sagt halt eindeutig, das ist nicht erlaubt, aber man tut nicht alles dagegen, um es zu verhindern. Ja. Hogwarts eben. Na gut. Ich meine, okay, sie machen ja zum Beispiel auch keinen Stacheldrahtzaun um den verbotenen Wald drumherum oder so. Also, es wird nur gesagt, der Wald ist verboten. Da dürft ihr nicht hingehen. Aber wenn ihr doch hingeht, naja, es ist verboten. Macht daraus, was ihr wollt. Ja. Also, es ist so. Na gut, okay. Ja, also die vier, Neville, Hermine, Ron und Harry, schaffen es also wieder in den Gemeinschaftsraum und reden ganz kurz über ihr Abenteuer. In erster Linie beschwert sich Ron über den Hund. Warum haben die so ein Ding in die Schule eingesperrt? Ja, wollen die uns umbringen? Ja. Ron, ich glaube, du hast das Konzept von Hogwarts verstanden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Es hat 3 Wochen gedauert, Ron, Hogwarts, aber ich glaube, jetzt hast du es. Okay. Ja. Gut. So, Hermine lässt dabei dann auf ihre Art und Weise, Hermine lässt durchblicken, dass ihr etwas aufgefallen ist. Der Hund stand nämlich auf etwas, auf einer Falltür. Das heißt, er hat etwas bewacht und ihr seid alle doof und wegen euch hätte man uns der Schule verweisen können. Das ist alles schrecklich und schlimm. Ich gehe jetzt schlafen. Tschüss. Das Beste war, es war die Szene, wo sie gesagt hat, wir hätten sterben können oder noch schlimmer. Sie hätten uns rausschmeißen können. Ja. Man muss halt seine Prioritäten entsprechend setzen. Ja. Ich find's okay. Gut. Ja. Ron und Harry sind sichtlich begeistert aufgrund dieser Tatsache. Aber ja, natürlich. Gut. Der Hund hat also etwas bewacht. Was mag er nur bewacht haben? Etwa dieses Ding, das so geheimnisvoll ist, dass es aus Gringotts hierher gebracht wurde, weil Hogwarts ja so ein sicherer Ort ist. Harry ist Sherlock Holmes. Ja. Also von der Kombinationsgabe her. Er hat jetzt also durchschaut, wo das Päckchen sein mag, das Hagrid mit ihm hergebracht hat. Nicht mit ihm hergebracht hat, weil Hagrid hat das Paket vorher gebracht. Harry kam dann 4 Wochen später mit dem Zug. Aber ja. Es ist egal. So. Irgendwie. Diese Obskurität scheint jedenfalls im Schloss zu sein. Ja. Okay. Und damit endet übrigens das Kapitel. Und wir sind jetzt auf Seite 180 angelangt. Yay. So, okay. Huh, was für ein Kapitel, nicht wahr? Das war spannend. Ja. Okay, lassen wir das so stehen, ja. Oder? Nö, ich fand's halt wirklich schön, dass jetzt hier so mit Fliegen angefangen und... Ja, unsere erste Flugstunde haben wir jetzt offiziell hinter uns. Wir können jetzt mit dem Besen fliegen. Und wir haben unsere ersten 2 Nicht-Schulverweise bekommen. Ja. Und wir haben festgestellt, dass Hermine absolut unerträglich ist. Und aber irgendwie trotzdem immer recht hat. Und ja, das war mal ein richtiges schulinternes Abenteuer. Wohey. Na gut, spannend. Beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Kapitel Halloween. Übrigens. Yay. Und ja. Damit machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Jo. Okay. Ja. Fragen, Anmerkungen, Genesungswünsche und dergleichen bitte in die Kommentare. Ja. Wir sind jetzt hoffentlich wieder einigermaßen fit, um das jetzt in nächster Zeit wieder regelmäßiger durchzuziehen. Hoffentlich, also. Und jo, dann stehen uns noch ein paar total lustige Podcast-Runden bevor. Das wird spannend. Wir haben ja noch ein bisschen was. Bisschen was, ja. Jo. Über der Hälfte. Ja. Finde ich gut. Okay, gut.
Dementsprechend, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dem Ganzen gelauscht habt. Und wir hoffen, dass ihr es nett fandet. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wir sagen dann an der Stelle allerdings erstmal wieder Tschö mit Ö. Und hoffentlich bis ganz, ganz bald.